wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei unserem Pelzer Stammtisch. Die Schalitze und ich haben heute wieder ein tolles Thema für euch mitgebracht. Und zwar haben wir ja beide ein Haustier. Und wir dachten, wir berichten mal über unsere Haustiere, über die Beziehung, die wir zu unseren Haustieren haben. Und ja, generell ist natürlich auch interessant, was ihr, ob ihr Haustiere habt, was ihr davon haltet, könnt ihr gerne dann kommentieren. Aber ich würde sagen, wir legen direkt mal los und die Schalitze kann ihr Haustier zuerst vorstellen, weil der Aladdin ist tatsächlich älter wie der Harrison. Genau, der Aladdin, der wird jetzt im August 4 Jahre alt schon. Wow. Ja, voll süß, gell? Genau, der ist jetzt auch gerade da, der ist jetzt hier gerade noch, der macht seinen Mitternachtssnack, sag ich mal so. Nee, also genau, ich habe den ja damals, also ich war ja immer gegen Katzen, ich habe ja einen Kater auch noch und ich hatte auch früher, wir hatten schon immer Hunde. Aber nie Katzen. Also es war gar nicht mein Fall, wenn ich ehrlich bin, weil für mich war eine Katze immer, ja, die wollen eh nichts mit einem Mensch zu tun haben und die bestimmen dich. Und ja, und dann habe ich halt so für mich gedacht, ist nicht mein Fall. Dann war ich aber irgendwann allein in meiner Wohnung, wo ich jetzt hier lebe. Und dann habe ich noch so gedacht, ich muss auch sagen, es war halt auch in der Zeit von Corona, aber es war jetzt kein, ich sage jetzt mal, kein Corona-Kauf. So, ich würde den auch niemals hergeben, wie manche Leute das dann vielleicht machen. Kann ich aber gleich nochmal dazu kommen. Genau, und dann habe ich halt mich, dann hatte ich halt damals eine Kollegin und die hatte 4 Katzen. Dann hat sie gesagt, glaub mir, so eine Katze, das ist voll toll und das passt voll zu dir, die kannst du auch mal alleine lassen. Gerade auch wegen der Arbeit und so im Vergleich zu einem Hund, wo ich auch so ein bisschen geteilter Meinung bin, weil unsere Hunde, die waren daran gewöhnt, dass wir arbeiten gehen oder in die Schule gehen. Und das kann man denen auch antrainieren. Oder man kauft dann halt mehrere Hunde. Also wir hatten dann mehr. Gut, meine Mutter hat auch mal Hunde gezüchtet, Yorkshire Terrier. Und genau, deswegen, das sehe ich nämlich da halt so. Und ja, und dann habe ich halt gesagt, das war wirklich ganz spontan, weil ich weiß noch, wir hatten noch drüber erzählt, eine Woche vorher oder 3 Tage vorher. Und dann auf einmal habe ich die Jenny angerufen und habe gesagt, ah ja, ich habe mir jetzt einen Kater gekauft oder ein Bild geschickt oder so. Er ist da irgendwie. Und ja, das ging total ratzfatz. Also ich habe dann geguckt, dann habe ich den gesehen im Internet. Also ich war auf so einem kleinen Haustieranzeiger, sowas irgendwie war das, so Kleintieranzeige oder so. Und dann, ja, ging das ratzfatz, also 3, 4 Tage später wurde er mir vorbeigebracht, abgegeben hier, hatte dann so erstmal mein kleines Startequipment. Da war er ja auch noch klein und nicht so fett wie jetzt, da hat er, glaube ich, 2 Kilo oder sowas gehabt, jetzt hat er 8. aber das ist jetzt, bevor wieder jeder irgendwas sagt oder so, ne, oder so die Kommentare gesprengt werden, so eine fette Katze oder so. Also der Aladdin ist ja auch eine britisch Kurzhaar. Und da ist ganz normal, dass die Kater zwischen 6 und 10 Kilo wiegen. Also der Aladdin ist ganz normal. Der war auch vorher viel zu dünn, weil der hatte mal eine Zeit lang nur 5, 6 Kilo. Und da hat dann halt, weil er ist auch ziemlich groß so, also groß und lang, sage ich mal. Und da hat halt die Tierärztin auch gesagt, das findet sie ein bisschen zu wenig. Also ich soll da ein bisschen drauf achten. Und eigentlich, also ich passe da schon ein bisschen auf, aber ich denke mir halt, weil er eh so ein bisschen krank auch ist mit seiner Krankheit, die er da hat, die wir immer noch nicht rausgefunden haben, was sie ist, genau, lasse ich ihn dann halt auch einfach so, ne? Ich kann dann auch nicht so nein sagen. Und solange er ja noch, ich sehe das immer so ein bisschen optisch, habe da so einen Blick dafür. Ich kenne das von meiner Mutter noch, wenn hinten an der Hinterbeine, da, ne, wo es so übergeht zwischen Bauch und Hinterbeine, die Hüfte, so eine Taille, wenn die eingefallen ist, ist immer schlecht, weil es muss so ein bisschen gerader sein. Und wenn es aber natürlich hier so ein Fettbauch rechts und links steht, ja, schon beim Laufen oder beim Stehen, dann sind die Alarmstufe rot, sage ich mal so. Genau, also da, deswegen, also da gucke ich schon ein bisschen, aber es ist ganz normal. Also ich wiege den jetzt auch nicht oder so, ich mache das nach Gefühl, ne? Wenn er dann ein bisschen zu schwer wird oder ich merke, oh ja, beim Kraulen so, der Bauch ist wieder ein bisschen dicker geworden, dann kriegt er halt 3 Leckerlis weniger und dann ist es gut. Wobei der Aladdin hat das so Leckerlis, das ist eh nur so gefriergetrocknetes Fleisch, weil er, wie gesagt, der verträgt ja wahrscheinlich auch nicht alles. Das haben wir dann irgendwann mal festgestellt.
Und deswegen kriegt er nur so spezielle Dinge. Also da darf auch gar nicht so viel drin sein. Ja. Genau, und Aladdin, ja, also wenn ich jetzt, ich mache jetzt einmal kurz noch weiter. Also genau, woran man das merkt zum Beispiel, dass ich den auch niemals hergeben würde, auch wenn ich einen Corona gekauft habe, weil ich mich da halt schon ziemlich alleine gefühlt habe. Aber ich muss auch sagen, mein Hund ist 1, 2 Jahre vorher gestorben. Und ich hatte den zwar jetzt nicht hier in der Wohnung, weil der war halt 18 Jahre alt. Und meine Mutter hat damals gesagt, nee, so einen alten Hund, oder das macht man einfach nicht, in dem Alter den Hund nochmal aus der Wohnung oder aus der Wohnsituation. Und dann auch mit den anderen Hunden war der ja auch immer zusammen, dann da jetzt nochmal im Alter zu trennen, das macht man halt nicht. Ne? So. Und genau, und dann habe ich mich einfach so alleine gefühlt, weil ich gleich wusste, der ist, früher war er noch da, dann ist er aber gestorben. Und dann konnte ich ihn auch nicht mal besuchen oder irgendwas. Also, das war dann schon schlimm für mich. Ich habe da lange mit mir gerungen und ich hätte wirklich gern so ein kleines Hundchen gehabt. Aber ich habe mich dann, wie gesagt, doch für einen Kater entschieden. Und ich würde den auch niemals mehr hergeben. Also, das merkt man zum Beispiel daran. Urlaub, ob das, sei es drum, ob das jetzt vom Geld abhängig ist oder nicht, von der Lage, ob Corona jetzt war oder nicht, ja, sage ich jetzt mal. Ich könnte gar nicht. Ich kann den einfach nicht einfach da jetzt eine Woche irgendwo. Wenn ich jetzt wüsste, ich könnte ihn jetzt zum Beispiel zu dir geben, das wäre jetzt für mich gar kein Problem. Ja, das geht nicht wegen Harrison, aber ich sage mal, das wäre jetzt kein Problem. Aber jetzt einfach so in eine Pension zu geben, das kann ich einfach nicht. Das geht für mich nicht. Also, wir waren jetzt auch am Wochenende weg, da hat der Bruder von meinem Freund auf ihn aufgepasst. Und ja, das ist für mich okay, aber trotzdem innerlich hatte ich immer noch das Gefühl, scheiße, jetzt ist der Balkon nicht richtig abgesperrt, ne, weil da wird gerade Bauarbeiten, wenn der die Tür aufmacht. Oder ich habe zu ihm gesagt, wenn er abends miaut, soll er aufmachen, der geht in den Flur und kommt dann wieder. Weiß ich nicht, ob er das dann so reagiert, ne? Ob er dann bei dem dann wieder kommt und so. Also hatte ich mir schon Gedanken gemacht, obwohl das jetzt nur eine Nacht war. Ja. Aber das ist halt für mich, wenn der weg wäre, das wäre für mich, also. Ja, ich kann ja mal kurz sagen, bei uns hier wurde eingebrochen und das Erste, was ich halt gefragt habe, ist der Kater noch da? Weil das Geld ist für mich sowas von uninteressant, ja. Weil das Ding ist, ich habe auch zu meinem Freund gesagt, wenn, ich habe dann auch geschrien, weil es war da, lustigerweise war zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, der Kater, war dann irgendwie die Verbindung auch so ein bisschen gruselig und der war dann total hysterisch und hat dann eigentlich erzählt, dem Kater geht's gut. Und, oder Ja. der ist da, dem geht's gut und ich habe das aber nicht gehört und dann war ich so, weil ich habe nur gehört, der Kater, dann bin ich, und der war halt so aufgetreten, ne? Ist ja logisch, aber wegen dem Einbruch halt und dann habe ich halt gesagt, was ist mit dem Kater, voll ausgerastet, dann bleib mal jetzt cool, ich will wissen, was mit dem, dieses Baby noch da, ja so, also weil ich habe das mit dem Einbruch schon realisiert, aber es war mir in dem Moment so egal, mir ging es halt nur um diesen, um den Kater halt, weil der ist halt für mich unersetzbar, also ich Ja. mich unersetzbar. Ja, wie gesagt, 4 Jahre jetzt bald kein Urlaub, wo ich in Urlaub war, weil der letzte Urlaub war mit dir zusammen in Kroatien, wo wir dich da Ja. überrascht haben. Und es ist jetzt bald 4 Jahre her. Ja. Krass. Ja. Ja, genau, weil Aladdin hatte ich erst danach. Ja. Ich war mit euch im August noch weg, oder im September, ja, August, September rum, so ist es meistens, glaube ich, gewesen. Ja, und dann im November ist der Aladdin gekommen, Ende November. Krass, dass schon 4 Jahre her ist. Ja, und der Aladdin und ich, wir haben halt auch jetzt schon so viel erlebt, sage ich mal, ne? Also wie der gekommen ist, hat es eine Woche später ja gebrannt, dann mussten wir ausziehen, woanders hin. Also es ist halt so, ja, ich verbinde halt mit dem sehr viele Dinge in meinem Leben und ja, also ich könnte niemals ohne den. Ich finde, für mich wäre, ich habe letztens gerade mal überlegt, so, weil, ja, also sage ich jetzt mal so, dass ich jetzt vielleicht von meinem Job oder so noch nicht angekommen bin, wo ich will oder finanziell, okay. Aber ich habe dann mal überlegt, okay, wenn ich einen Wunsch frei hätte, was das wäre. Da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich nicht heule, weil es wirklich, für mich wäre halt wirklich, wenn der jetzt zum Beispiel mit mir reden könnte, oh, das wäre das Allerschönste auf der ganzen Welt für mich einfach, weil. Der ist einfach mein Baby, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Ich liebe den einfach so. Also. Aber wie bist du eigentlich auf British Short hergekommen? Ja, durch deinen Teampartner. Ja. Ja, genau. Also, ja, der Teampartner von dir, der hat ja. Ja, da war ich ja auf Besuch dann und der hat nochmal so das letzte i-Tüpfelchen gegeben, weil ich war ja dann bei dem und.
Ja, der Kater war halt auch super süß, weil ich wollte ja zum Beispiel, erst habe ich dann auch überlegt, genau, will ich jetzt ein Mädchen, weil zum Beispiel bei den Hunden hatten wir immer Mädchen. Aber da ist es ja dann auch immer so, ne? Also die Frage bei Tieren ist ja immer so, okay, will ich jetzt einer, der das Bein hebt? Das war dann bei mir so, will ich jetzt einer, der das Bein hebt, oder will ich jetzt einer, der jetzt jeden Monat, oder also das heißt jeden Monat, nee, die bluten ja nicht jeden Monat, aber oder will ich dann das Ja. und dann da die Pampers dauernd anziehen und so. Oh, und dann habe ich mir halt überlegt, okay, beim Rüde, wenn er jetzt hier alleine ist, bei einem Hund jetzt zum Beispiel, dann habe ich auch gesagt, oh, ich weiß nicht und so. Und da hätte ich dann bei einem Hund, hätte ich tatsächlich, glaube ich, dann doch eher ein Mädchen genommen. Aber wenn ich zum Beispiel dann den Harrison sehe oder so, ist schon süß, so, auch wenn er jetzt ein Junge ist, ne? Und, aber, ja, ich weiß nicht, manchmal, nee, ich glaube, dass der Aladdin so ein Kater, also der Kater ist ja auch, die Eigenarten von dem, ich hätte ja eigentlich total gern so einen kuscheligen Kater eigentlich, ne? Und er ist halt überhaupt nicht so. Und das finde ich so schade, weil ich liebe den ja so und ich muss den Gefühl immer dazu zwingen, dass er mich Ja. nicht grüßt, so, ja. Aber nee, manchmal hat er auch seine Lichtblicke. Da weiß er dann wieder, wer die Mutti ist, so auf die Art. Aber nee, ich denke mir dann immer, okay, dass das bestimmt so irgendeinen Sinn hat. So, ja, weil ich bin ja auch immer jemand, der immer so gern die Liebe so jemandem überschüttet und vielleicht muss ich halt auch einfach lernen, das ein bisschen zurückzustecken oder so. Kann ja einen Sinn dahinter haben. Oder einfach vielleicht meine Liebe anders auszudrücken, weil zum Beispiel Katzen drücken das ja auch ganz anders aus. Also nicht nur mit Schmusen oder so. Aber würde ich Wenn jetzt sagen, lieber Katze oder lieber Hund, weil du hast ja beides gehabt. Ach, ich weiß es nicht. Also, es ist sehr schwierig. Also ich sag mal so, wenn ich traurig bin und jetzt hier hock und weine oder so, dann ist so ein Hund doch anders. Weißt du, weil der kommt dann, der will die Tränen ablecken, Ja, das der stimmt. küsst dich die ganze Zeit. Und bestimmt gibt es Katzen, die das auch machen. Ich habe aber jetzt halt mit dem Aladdin die Verbindung vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht müsste ich da auch einfach anders mitarbeiten. Vielleicht kommt es ja dann auch noch mit. Also ich muss auch sagen, je älter wird, desto mehr merke ich, dass er zutraulicher wird. Der Ja, braucht klar. vielleicht einfach. Ich weiß ja auch nicht, was vorher bei ihm war. Der war Ja. ja schon mal einen Monat, zwei bei jemand anderem und vielleicht ging es ihm da nicht so gut. Das weiß ich nicht. Der war halt auch Ja. ein bisschen gröber mit dem. Ne? Der hat den auch zum Beispiel nur unter einem Arm so hochgehoben und so. Und ich weiß zum Beispiel, wie der mit den gebracht hat, hat er den vorher geschrubbt, also gewaschen. Oh Gott. Ja, und das ist halt sowas, das weißt du ja halt nicht. Und es löst ja auch Traumata bei denen Ja. aus. Deswegen weiß ich ja auch nicht, wenn ich ihn vielleicht so hochhebe, so, weil ich ihn so liebe, ich nehme ihn jetzt nicht so oder so, ich nehme dann eher wie so ein Baby. Aber vielleicht erinnert es den ja dann immer, weil der den auch gezwungen hat oder so. Ja. Deswegen kannst du ja nicht so reingucken, der meint es vielleicht gar nicht so. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand Fremdes im Flur steht, rennt er auch sofort zu mir so, Mami, Mami, so auf die Art, ne? Ja. So. Also deswegen, egal was ist, der kommt immer wieder zu mir. Auch zum Beispiel, ich beende die Frage gleich noch, ich habe es nicht vergessen. Auch zum Beispiel, wenn er mit dem Angelo zum Beispiel spielt und der Angelo lässt diese Angel zum Beispiel fallen und er will es wieder zurückbringen, ne? So, wie heißt es, Ja. adaptieren oder so, Ja. zum Beispiel, dann bringt er das auch immer mir. Ja, du bist die Und das ist wieder Bezugsperson. eine Zuneigung, weil das ist Ja, wieder so, ja. das ist ja, wenn die jetzt, das ist ja seine Beute, ne? Und dann bringt er das ja dem, den er liebt. Ja, also deswegen, der zeigt das halt irgendwie anders und ich muss vielleicht auch lernen, damit umzugehen. Aber wie gesagt, also für mich wäre es schwierig. Also ich könnte mir mein Leben jetzt gar nicht mehr ohne den Aladdin vorstellen. Aber jetzt angenommen, alle Rahmenbedingungen würden stimmen. Du, keine Ahnung, du würdest in einem Haus wohnen, du würdest Homeoffice arbeiten, keine Ahnung. Würdest du dir dann noch einen Hund zusätzlich holen oder lieber noch eine Katze oder beides? Nee, also ich glaube, ich würde dann. Ich würde noch eine zweite Katze. Ich hätte ja auch gerne noch eine zweite Katze. Aber die Wohnung ist halt zu klein. Nee, ich glaube, ich würde dann eher noch eine Katze kaufen. Und wenn du, also Geld spielt, ah, nichts spielt eine Rolle, würdest du dann noch einen Hund oder eher, nee, nur bleibst du jetzt bei der Katze? Nee, ich würde dann jetzt bei der Katze bleiben. Ja, Ja, es aber ist einfach schon ein bisschen weniger Arbeit. okay. Auch. Aber prinzipiell bist du ja mit Hunden groß, schon immer. Ihr hattet immer Hunde. Immer. Also ich kenne es gar nicht ohne. Also seit ich denken kann, weiß ich, dass wir Hunde haben. Krass. Und deswegen, also, aber also wie gesagt, diese Katze, so dieses ruhige und dann ist der so süß und so. Und
Gut, zum Beispiel, was mich an einem Hund zum Beispiel auch nervt, ist die, das habe ich jetzt zum Beispiel beim Aladdin nett, der hat andere Faxen da dafür, die der alles macht, ja. Aber du hast dieses Gebelle zum Beispiel nimmer. Ja, Das das ist zum stimmt. Beispiel weg. Das kann nämlich bei manchen, also wir hatten ja immer so, also der Harrison ist jetzt, den kenne ich jetzt gar nicht, dass der, also der hat mich noch nie angebellt oder so. Oder ich habe Ach, den der jetzt noch kann nie schon erlebt. Dass, bellen. ja, aber ich meine jetzt so, dass es so ein typischer Kläffer ist. Nee, das ist er nicht. Das meine ich, genau, das habe ich jetzt bei dem noch nie erlebt, deswegen, das stört mich. Und dass die mal bellen, ist ja normal, ne? Also, genau, aber zum Beispiel, mir geht es eher so um dieses Kläffen, weil zum Beispiel, wir hatten so kleine Hunde, so Rehpinscher. Und selbst die Yorkshire Terrier sind ja auch Terrier, ja, also kleine Kläffer halt. Und die Rehpinscher halt auch total. Also da, wenn vorne, wenn die gehört haben, dass da einer an der Straße vorbeiläuft, und Ja. dann geht es halt los, ja. Und das ist halt was, und die ruhig zu stellen, weil die sind ja sowieso immer auf Adrenalin, sag ich mal, aber die zittern ja, die haben ja immer schon einen Grund, die zittern von Grund schon, ne? Also Ja. es ist bei denen auch nicht so, dass das, denen ist nicht kalt, sondern die zittern immer schon, weil die einfach auf Speed, die sind wie auf Speed, die Was? Dinger. Ja, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Rehpinscher waren oder dann nochmal eine Nummer kleiner, die Prager Rattler, die wir da noch hatten oder haben. Deswegen, also die sind wie auf Speed, aber ja, dieses Gekläffe finde ich halt schlimm. Also durch das Gassi gehen, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das vermisse ich eigentlich, weil jetzt denke ich so, hey, ich bin jetzt eh so faul geworden, ne? Und dann so mit dem Aladdin, deswegen, wir haben jetzt auch überlegt, ob wir so einen kleinen Buggy kaufen, weil ich habe probiert, mit ihm Gassi zu gehen. Aber der Aladdin ist da einfach zu ängstlich. Vielleicht habe ich es auch zu schnell gemacht, vielleicht müsste ich es nochmal ganz in Ruhe probieren oder so, aber der ist da einfach zu ängstlich. Und ich habe gemerkt, wenn ich den in den Rucksack mache, ich habe dann einfach so einen Rucksack genommen, habe eine Decke rein, ne, und habe ihn dann so reingesetzt und zugemacht und den Kopf oben raus und habe ihn dann so gehalten oder so. Dann bleibt er drin und dann ist er auch ruhig und dann guckt er auch und dann riecht das so. Also vielleicht will er nicht laufen oder es hat vielleicht nichts mit dem Laufen, vielleicht fühlt er sich dann nicht beschützt so. Vielleicht Kann braucht er sein, das ja. einfach. Das kann ja sein. Und ich sag mal so, Katzen sind ja auch Gewohnheitstiere und der Aladdin war halt immer hier. Und klar habe ich mal probiert, mit ihm rauszugehen, aber das ist ja halt, ja, eine Katze ist halt einfach auch kein Hund. Ja, das Du stimmt. kannst der Katze auch, es gibt Katzen, du kannst die schon ein bisschen da antrainieren, aber normalerweise jeder Katzenbesitzer, der Rücksicht auf sein Tier nimmt, sagt dir, du kannst die nicht. Du wirst niemals mit der Katze so wie mit jetzt du bei einem Hund beibringen kannst, dass du das Leinchen an zwei Fingern hebst und er läuft so neben dir wie in Ja. der Schule. Weißt du, so wie wenn du das Ja. perfekt lernst, für dann auf Ausstellungen zu gehen. Ja. Meine Mutter hat Ausstellungen gemacht, deswegen ich kenne mich so aus. Und deswegen, das wirst du niemals hinkriegen. Also würde ich behaupten, also dann, wenn, dann hast du Glück. Es gibt bestimmt Ausnahmen, genauso wie es auch Hunde gibt, die einfach nicht an der Leihlaufe wollen, bestimmt. Weißt du, also es gibt bestimmt irgendwo Ausnahmen, aber das ist selten, das ist einfach nicht die Regel. Ja. Und dann, was mir auch schon aufgefallen ist, wenn ich Leute sehe, die mit ihren Katzen Gassi gehen, das sind meistens, also nicht alle, ich habe auch schon solche gesehen mit Rassekatzen, aber meistens sind solche normalen Hauskatzen oder so diese normalen Katzen da. Ja, die sowieso draußen rumlaufen, Menschen, ne? Ja, die sind ja auch dünner, weil zum Beispiel mein Aladdin, der hat ja auch ein dickes Gesicht, eine Ja. kurze Schnauze, ja, der hat nicht dieses etwas längere, dünnere Gesicht, so ein bisschen spitzer, sondern er hat ein plattgedrücktes, breites, ja, so ein rundkugeliges. Und das Ja. Witzige ist, je älter der wird, desto, jetzt kriegt er diese Form mit diesem kugeligen. Ehrlich? Ich habe ihn schon länger nicht mehr Ja. gesehen. Ja, aber der kriegt das, wird immer nicht chillt und so, dann wird es so richtig so. Ja. Ach, wie süß. Ja. Ja, also der Aladdin ist echt ein Süßer. Ich persönlich mag ja auch keine Katzen, muss ich sagen, oder mag keine Katzen. Aber ich muss sagen, der Aladdin ist eigentlich so die einzigste Katze, wo ich sage, der ist echt goldig. Ich muss sagen, ich glaube, es ist die Rasse, die, glaube ich, so zutraulich auch ist, weil es gibt, also ich habe hier in der Nachbarschaft gibt es, glaube ich, auch so ähnliche Katzen, aber die läuft frei rum und die ist aber auch total zutraulich. Ne? Also so eine liebe Katze, ja, weil ich habe Katze immer so in der Erinnerung, dass sie so zickig sind und so fauchen, ja, oh nee, ist nicht so meins. Also ich muss sagen, ich bin ja auch mit Hunde groß geworden, also zwar nicht von klein, also mein, doch, also seit mein Vater hat halt immer Hunde gehabt. Also der erste Hund war ein Schäferhund, den hat er aus dem Tierheim gehabt, der Hasso. Da war ich aber, glaube ich, 6 oder 7, wo er den geholt hat.
Und der hat dann immer so lange gelebt. Und danach hatten wir American Staffordshire Terrier. Also den, also Cherry und India, die waren wirklich, also Cherry war für mich mein Hund, weil mit dem bin ich groß geworden, ne? Also der hätte für mich alles gemacht. Also selbst meine Mutter hat mal so die Hand gehoben, ne? Also mir gedroht, dann hat er angefangen zu knurren, ne? Also der war halt wirklich so. Also mein Hund, do, der hat meiner Mutter, die hat mir Backpfeife gekriegt, die hat mich verwischt. Aber der Hund ist dann dazwischen gegangen und der hat sich so fecht gebissen, der hat nie mehr losgelassen, die musste ins Krankenhaus sogar. Oh Gott. Ja, nee, also der hat jetzt, also du Gott sei Dank nicht zu, also hätte er auch nicht gemacht, weil bei Ja, der aber der Staffordshire war, musst du der, aufpassen, ne? ja nee, aber der hätte, wenn es um mich gegangen ist, also muss ich mal kurz dazwischen schmeißen, der hätte, wenn es um mich gegangen ist, der wäre über Leiche gegangen, ohne Scheiß. Wir haben es Glaube nämlich ich. ausprobiert, wenn ich nicht do war, war mein Vater das Alpha, ne, weil Ja. der war die Hand, wo gefüttert hat, ne. Ja. Aber wir haben es getestet. Ich habe mich an die eine Seite gestellt und mein Vater an die andere Seite. Und ich habe gesagt, da hat er gemacht, Morle. Und da ist er erst ein bisschen durchgegangen. Er hat gesagt, Morle, du kommst jetzt sofort her. Direkt, auf Ja. direktem Weg. Also Ja. unfassbar. Und ich weiß nicht, wie dein Hund war, ist der dir auf Schritt und Tritt gefolgt? Nee. Konnte nicht mehr aufs Klo gehen. Der hat, währenddem ich auf dem Klo war, hat er zwischen meine Pfies gehockt. Nee. Also gut, ich muss dazu sagen, ich bin hier bei meinem Vater, ich habe hier nicht bei meinem Vater gewohnt. Also wenn ich da war, ja, dann hat er sogar auch bei mir geschlafen, ne? Aber ansonsten war ja mein Vater immer Ach Alpha. so, ja. Und ja, wobei er hat aber auf mich trotzdem 1A auch geheert und er hätte auch alles gemacht. Und wie gesagt, so wenn ich da war, dann hat er auch bei mir geschlafen und er war halt wirklich so. Also mir waren halt wirklich wie so ein Kopf und ein Arsch, ne? Also das war wirklich schön. Mein Vater hat auch gezüchtet, er ist auch auf Hundeausstellungen gegangen. Da hängen sie die Kotzlauflei. Ja. Okay. Und Dodeno hatte mal der Jamie, der ist ja erst vor 2 Jahren gestorben. Australian Cattle Dog war das ja. Und ja, also das war natürlich Der war auch schlimm süß. für mich, weil auf den habe ich halt auch, wir hatten den oft, ne? Also auch mit dem Dommer hatten wir den oft, wenn mein Vater im Urlaub war oder also er war wirklich oft bei uns, 2 Wochen und so. Aber es war nie so Verhältnis wie mit dem Cherry. Das muss ich sagen, ne? Weil das war so für mich halt so der einmalige Hund, da war ich klein, mit dem bin ich groß geworden. Ja, und dann hat mein Vater entschieden, als der Jamie gestorben ist. Das war ja, wie gesagt, erst vor. Ja, vor 2 Jahren war das, ne? 2022. Ja, noch nicht einmal ganz, ne? August 2022. Und dann hat er das erste Mal für sich entschieden, dass er keinen Hund mehr will. Also er hat gesagt, er will jetzt erst wieder einen Hund, wenn er dann in Rente geht. Denkt darüber, nur einen Hund zu holen. Und ich habe ihm vorher schon immer gesagt, ah, ich hätte so gern einen Hund und ich hätte so gern einen Hund, aber es war ja nicht machbar. Ich hatte jetzt 2 Wohnsitze, wie will ich das machen? Du kannst halt immer den Hund 500 Kilometer mitkarre, dann mit meiner Arbeitszeit von 10, 12 Stunden, der Hund immer allein. Ich meine, ich gebe dir du recht, ich sehe das genau wie du. Also die Hunde von meinem Vater waren auch immer allein. Die konnten locker, locker 8 Stunden halte, auch immer 10. Und ich sehe das ja am Harrison. Also Harrison hält locker 8 Stunden, sogar 9 bis 10 Stunden, ne? Also, wo der halte kann, ne? Also, das ist wirklich eine Gewohnheitssache. Klar ist es schöner, wie bei euch, wenn der Hund dann noch jemand hat, also noch ein zweiter Hund oder so, ne? Dass er nicht ganz allein ist, aber wie gesagt, der Jamie, der war eigentlich gewohnt. Als er kam, hatte man noch die 2 andere Hunde, also waren sie zu dritt. Und mein Vater hat damals noch Pferde, also der war eigentlich so gewohnt, dass Tiere da sind und dann später waren die anderen 2 Jahre gestorben und mein Vater hat sich dann auch getrennt und hat keine Pferde mehr. Und nichtsdestotrotz, der war das dann aber auch gewohnt. Es war dann auch kein Problem, dass er dann allein war. Also es war okay. Ja, und ich habe halt die ganze Zeit schon mit dem Gedanke gespielt, aber in der Wohnung, wo wir vorher gewohnt haben, fand ich es halt auch nicht so praktisch mit einem Hund, weil die Wohnung war einfach, ja, die war, ich meine, so viel Platz braucht er nicht, aber trotzdem, die Wohnung war klein und es war einfach auch nicht gut, mit dem du rauszugehen. Und dann sind wir hier umgezogen und ich glaube, Jahr vorher, nee, das war, ach, ich glaube, 20, Ende 20 noch oder 22. Ich weiß dann immer genau, wie das dazu kam, aber auf jeden Fall weiß ich noch, ich habe Sallys Welt geguckt. Und die Sally hat einen Mitarbeiter, der Simak, glaube ich, hieß der. Und der hat einen Hund, einen Welsh Corgi, und der hieß Yoshi. Und es gibt eine Folge, da kocht der Sally oder backt das Sally, ihr Tochter, für den Yoshi einen Geburtstagskuchen. Und dann habe ich zum Dommer gesagt, oh, der Hund ist schä. So einer will ich, so ein Welsh Corgi. Weil irgendwie sah der ein bisschen aus wie der Jamie in Claire.
Aber irgendwie auch doch anders. Also es hat mir halt, also ich habe den Hund gesehen und es war so in meinem Herz, ne? Also ich habe auch zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass die Queen die Hunde gezüchtet hat, ne? Also ich hatte keine Ahnung. Ich habe den Hund einfach so gesehen, habe gedacht, das ist mein Hund. Und dann irgendwie habe ich schon mit dir telefoniert und Doma war ja auch außer rum. Da habe ich gesagt, ja, also ich will mal einen Welsh Corgi Pembroke und der heißt Harrison. Aber ich weiß nimmer, warum Harrison. Ich kann es euch, aber ihr wisst ja an mir, kennt man es ja auch nicht mal sagen, warum. Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall war das dann schon so festgestanden. Ja. Und auf jeden Fall, der Doma war ja noch nicht überzeugt, ne? Ist ja klar. Männer müssen ja immer erst mal dagegen sein und der hat dann immer 100 ausgerechnet. Na, nee, ein Hund und es stinkt und Dreck und hä und. Und dann sind wir umgezogen. Ich habe den halt Jahr über Jahr genervt. Habe ich immer gesagt, ah, so ein kleiner Harrison. Habe ich immer so gemacht, ne? Und naja, auf jeden Fall dann letztes Jahr war das dann wie so ein Geistesblitz, der mich so getroffen hat. Und zwar war das so Ende Januar. Habe ich gedacht, nee, ich will jetzt einen Corgi. Ich will jetzt einfach einen Hund. Ich guck mal. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie rar die sind. Also, dass man die nicht überall kriegt, dass es nur wenige davon gibt und überhaupt. Und mir war schon wichtig, dass es halt von einem Züchter ist, der VDH geprüft ist, dass es schon, ne, aus einer vernünftigen Zucht kommt, weil ich wusste schon, mein Vater hat schon Ahnung und ich wollte jetzt nicht, dass die irgendwie, also ich meine, klar, um Gottes Willen, ich glaube, klein Mo, es kann immer sein, dass der Hund krank ist, ja, aber man kann ja ein bisschen Vorbeuge halt, ne? Ja, das stimmt. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann zuerst einer gefunden gehabt im Osten und ich habe dann meinen Vater gefragt, ja, auf was muss ich denn achten? Und der hat mir halt so ein paar Fragen aufgeschrieben, was ich halt unbedingt fragen soll. Und das habe ich der Frage gestellt, die Frage. Und das wollte sie alles nicht beantworten. Und dann habe ich gesagt, ja, egal, ich will mir den Hund trotzdem angucken. Und dann hat die das aber dauernd verschoben, 2 Mo. Und dann hatte ich irgendwann auch keine Lust mehr und habe dann einfach noch einmal geguckt. Und es war wirklich totaler Zufall, weil der Züchter vom Harrison, der hatte quasi, also das ist so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Seite heißt. Das ist aber so eine Plattform, wo du halt Welpe kaufen kannst. Und der hatte quasi den Wurf eingestellt, aber der hat es auf privat gestellt und hat es nicht hingekriegt, dass es auf öffentlich geht. Und dann musste ein Kumpel von ihm das irgendwie noch einmal einstellen. Und an dem Tag, wo er das anscheinend gemacht hat, habe ich ausgerechnet geguckt und habe dann halt gleich geschrieben, ah ja, ich hätte gerne einen Rüde. Und ob die noch einen Rüde frei haben und ich würde mir gerne angucken. Und dann haben die tatsächlich gesagt, ja, sie können gleich heute oder morgen, ich glaube morgen hat sie gesagt, vorbeikommen und gucke. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar, ich komme. Ne? Und das Lustige daran ist, ich glaube, eine Woche vorher oder so hat meine Tante Geburtstag und übelst hat meine Oma, meine Mutter, meine Tante und, ach gut, meine Tante hat eigentlich nichts gesagt, aber meine Oma, meine Mutter, mein Opa, ne? Weil ich so, ja, ich will einen Hund. Ey, kein Hund, der stinkt und der Dreck und du siehst doch bei deinem Vater. Und wenn er schaffe gehen, dann ist der Hund allein und was weiß ich. Also, ne, übelste Terror. Meine Mutter hat gesagt, wenn du kaufst einen Hund, ich komm nichts mehr zu dir. Dies ist asozial, dies stinkt, dies ist ekelhaft, kann man nichts essen wegen die Haare, ne? So hat meine Mutter gesagt, so. Und tatsächlich, eine Woche später, haben wir den Harrison gekauft. Also wir sind dort hingefahren, ich habe den gesehen und ich war schon hin und weg. Der Doma hat sich nicht einmal getraut, den auf den Arm zu nehmen. Also der Züchter hat ihn dann einfach auf den Arm gesetzt und der ist so, also wirklich noch Schiss gehabt und so. Und dann habe ich ihn direkt schon angezahlt gehabt und am nächsten Tag durfte man tatsächlich holen und ich war so total überfordert, weil ich war nicht vorbereitet, ne? Okay. Ich bin dann irgendwie schnell in die Fressnapf und habe noch schnell eine Leine geholt und ein Halsband und Futterschüssel und so, ja. Und ja, seitdem, also seit dem 4. Februar war sie Joa, wo er bei uns ist und ich möchte ihn auf jeden Fall nie wieder missen. Also, das ist wirklich, ja, das, also man kann sagen, das ist wirklich die große Liebe. Der Doma sagt immer, du sagst dem Hund öfter wie mir, dass du den liebst. Ja. Das sagt er immer, ne? Also wie fresh, ja. Und ja, also ich weiß nicht. Ich finde so Beziehung zu einem Tier ist wirklich unbeschreiblich. Und es ist einfach wie ihr Baby. Ja, also und wenn jemand nicht so Beziehung, also ich kann das gar nicht verstehen, wenn jemand nicht so Beziehung zu seinem Tier hat. Weil egal, ob das ein Tier ist oder ein Mensch, es ist ein Lebewesen und er lebt jeden Tag mit dir und es gibt nichts Treueres. Wie, also man sagt, es gibt nichts Treueres wie ein Hund, aber so Katz auch. Also es gibt nichts Treueres wie ein Tier,
weil der ist immer für dich da und Harrison ist tatsächlich so, also läuft mir tatsächlich überall hinterher. Also egal wo, wenn ich auf der Toilette bin, latscht er hinterher und überhaupt. Aber man sagt ja, ach, das ist bei Hunden so ein Kontrollzwang, ne? Also die wollen dich so kontrollieren. Aber ja, also das ist, wenn ich weg bin, dann pinst der auch, ne? Also macht er, also wirklich so. Ja, das ist auch manchmal voll süß. Manchmal ist der Aladin halt so manche Tage, du ist ja ein bisschen gesprächiger, nenne ich es mal so. Und dann gucke ich den manchmal an, dann mache ich Tschüss, Baby und so. Und dann, und so, aber ich dann, oder gibt er halt so zwei, drei, und dann mache ich Tschüss, ich komme später wieder. Und dann gibt er wieder Antwort und so. Also voll süß, ja. Deswegen, also manchmal ist er gesprächig. Ja, also ich muss sagen, klar habe ich mich halt auch viel mit ihm beschäftigt. Ist logisch, ne? Oder beschäftigt mich auch viel mit ihm. Der Doma sagt immer, du hast ihn einfach von dir abhängig gemacht. Das war, wie ist sagt aber er, so. Das war Vorsatz. Das hätte ich absichtlich gemacht, ja, dass ich ihn immer so auf meine Brust gelegt habe, wo er klar war. Ich hätte ihn so voll abhängig gemacht. Aber ich sag's dir so, wie es ist. Also bei meinem Hund, beim Morle, war das genauso, wie der gekommen ist. Das ist ja auch so krass. Der Hund war über mein ganz über. Also ja, wie alt war ich denn da? Ich habe den mit 9, kam der zu uns. Jetzt rechnen wir 9 plus 18. 27. Mit 27 ist er dann gestorben. Krass. Ja, und es ist halt so, der war ja über mein halbes Leben Ja. bei mir zu dem Zeitpunkt, ja. Oder so, ja. Also es ist halt schon, das war halt auch ganz, 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 ganz schlimm für mich. Das glaube ich. Ja, also es war wirklich schlimm. Und das ist auch so was, ne, da, weil du jetzt gerade so gesagt hast, du beschäftigst dich ja auch viel und so. Weil ich habe letztens auch ein Video gesehen, das war so ein Reel, weißt du, und so wie es ja für uns so Reels gibt, die so ein bisschen tiefsinniger sind, gibt es ja auch für Tiere. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch schon gesehen. Du stand dann irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel, sei nicht immer böse auf mich, wenn ich manche Dinge kaputt mache. Weil ich mache es nicht immer mit Absicht oder so, ne? Oder was weiß ich, oder der Schluss war zumindest, es war eine so süße Sache halt, ne? Was die Tiere so manchmal so machen Ja. halt. Oder zum Beispiel eine Katze, was zerkratzt oder so. Und dann war halt, der Schluss war halt so, so auf die Art, denn du, ich bin, nee, du bist für mich mein ganzes Leben, aber ich für dich nur ein Teil oder so, weißt? Und das fand ich so furchtbar Wow, eigentlich. ja, schlimm. Das hat mich, ich habe Rotz Ja. und Wasser geheilt, Ja, ja. so geht's mir auch. Ich kann sowas auch nicht Oh, lesen. oh, ich habe kein Ja. Rohr mehr, aber ich habe sie geschäft, aber also ganz schlimm, ich habe das ganz, ganz schlimm und dann war da so, Katz, wieder alle, die welche so pummelige Dicky und dann die Hände so klubschige Arme, welche Ja. so und dann, oh, das war so schlimm, ich habe dann wirklich und dann, ich habe es nochmal geguckt, wieder geheilt, weißt du, so, also wenn ich jetzt nochmal gucke, bin ich bestimmt wieder heil, aber es ist halt so, ich denke dann immer, ja, es ist eigentlich so. Ja, das stimmt. Also ich habe auch bei Du einer warst zum Züchterin. Beispiel, stimmt, du warst zum Beispiel drin, weil unsere sind nur Einzelgänger, ne? Und das Ja. Schlimme, du warst zum Beispiel auch drin, du hast deine Freunde, deine Familie, aber ich habe nur dich. Ja, Oh, ja. schlimm, ich habe gedacht, ich kann nie. Ich war fertig. Ja, das stimmt. Also ich habe bei so einer Züchterin auch gelesen, also das war auch ganz schlimm, da habe ich auch geheilt. Ach Gott, nee, ich kann es gar nicht erzählen, ich muss gleich wieder heilen. Also auf jeden Ja. Fall ging es so drum, dass jemand einen Hund gekauft, also der Hund hat erzählt, ja, von wegen, ja, ich war immer an deiner Seite, ich habe dich immer getröstet, habe bei Sehe dir im ich Bett schon. geschlafen, ne? Und dann kam plötzlich ein Partner dazu und dann kamen Kinder und dann kam dies und plötzlich war der Hund zu viel, weil ihr wolltet in eine Stadtwohnung ziehen und die Kinder, was weiß ich, konnten nicht mehr. Und dann hat die den Hund ins Tierheim gegeben und der, und die erzählen so aus der Sicht vom Hund und dann hat der Hund geguckt und hat gedacht, bei jedem, wo um die Ecke kommt, das ist wieder sei Herrscher und so. Ach Gott, Schalima, ne, habe ich gedacht. Also so leid tut mir leid, die Kern für mich abgeschlachtet, die Kern für mich erschossen, ich kann das Ja, da gar nicht kann ich dir sagen. jetzt auch noch was sagen. Das hat mir eine Oh. Zeit gestanden. Das weiß ich noch so gut wie heute. Ne? Das hat mich so schockiert. Mein Vater hat es vorgelesen, der hat auch geheilt, weil der ist auch, mein Vater ist so ein Fisch vom Sternzeichen. Und die sind ja halt auch, ich habe ja auch im Mond einen Fisch und die sind halt sehr tierlieb und es sind ja selber auch sehr verschlossene Menschen. Und zum Beispiel mein Vater hatte bessere Beziehungen zu den Tieren wie zu Menschen. Ja, kann ich verstehen. Unfassbar.
Also egal, wo der war, ob das ein Pferd war oder sonst was, die haben alles Streichle gelassen, die haben wieder mehr als zu den Männern als verarscht, man hat gesagt, der Dr. Doolittle, bist so. Ja. Ne, ohne Scheiß, weil, keine Ahnung, also es war richtig krass, ja. Auf jeden Fall, du stand tatsächlich in der Zeitung, der hat, ein Pärsche hat einen Hund. Und der hat immer gepingelt und so, ne, die haben in die Stuben reingekriegt und dann haben sie den genommen und haben ach, zeitlang danach nur Ohr gekettet und so, ne, also furchtbar. Und dann haben sie ihn ins Tierheim gegeben. Ich meine, so war. Nee, die haben ihn ausgesetzt, so rum war es. Dann haben sie ihn ausgesetzt. Dann wurde er im Tierheim abgegeben und dann haben die den so, welche, die haben ihn wieder gesehen bei so Ohrzeige, dass der abgegeben, dass der seine Herrsche vermisst, so auf die Art, ne, Ja. so. Weil er jo, vom Tierheim Ja. einfach, welche, so, der wurde die dann Ja. als so verloren, so, ne, wahrscheinlich abgegeben. Auf jeden Fall, das kommt du jetzt noch, dann Handy, den Widder geholt. Ich kann es gar nicht sagen. Dann haben die den die Schnuss Oh zugebunden Gott. und die Fies zugebunden und ins Wasser geschmissen. Nee. Oh Gott. Doch, so ein, das war halt so ein Dobermann, ist ja ein größerer, ne, der pinkelt ja dann halt wie ein Mensch und kackt wahrscheinlich auch wie ein Mensch. Ja, aber warum macht man sowas? Meine Mutter, mein Vater hat so geheult, er hat gesagt, wieso lost man dann das Tier nicht da, wo es war? Ja. Er hätte vielleicht nochmal eine Familie gefunden. Ja. Furchtbar, ich finde sowas ganz, ganz schlimm. Oh, ich finde es auch schlimm. Nee. Ach, nee. Also ich finde auch, egal ob was für Tier das, also keine Ahnung, ich habe jetzt kein anderes Tier gehabt wie Hunde, aber ich finde, es sind einfach Familienmitglieder und es geht einfach nicht. Und ich muss auch sagen, wie du sagst, mit Urlaub. Also, ich sage mal so: Wer mich kennt, weiß, ich sage immer, ich hatte zwei Träume im Leben als Mädchen schon. Das war einmal studiere und einmal die Welt sehe. Und tatsächlich war es auch so. Und für mich war Reise wirklich alles. Also, ich bin hier im Jahr, sind mir 4, 5 Monate Urlaub gefahren, immer woanders hin, die USA, auf Hawaii, auf Bali, auf Bahamas, egal. Klar, gut, dann kam Corona, ne? Dann war das eh schon vorbei. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, klar, jetzt ist Corona rum und das mit dem Impferei ist ja auch rum. Und rein theoretisch könnte man ja jetzt fliegen. Aber ich kann nicht. Also ich kann jetzt einfach nicht der Harrison weggeben. Ich weiß auch nicht. Also im Moment kann ich es definitiv noch nicht. Ja. Und klar, um Gottes Wille, also auch zu meiner Mutter zurückzukommen, meine Mutter, also ich habe dann den Hund geholt. Hat ihn dann im Auto sitze, habe ein Bild gemacht. Und wir haben so Familiengruppe mit meiner Familie in Malaysia, ne? Also mit der Familie von meiner Mutter quasi haben wir so Gruppe. Und dann habe ich einfach ein Bild von ihm dorthin geschickt und habe geschrieben, we have a new family member, ne? Und habe dann geschrieben, das ist der Harrison und so, ne? Ist unser neues Familienmitglied und hin und her. Und meine Mutter hat null drauf reagiert, also gar nicht drauf reagiert, ne? So. Und dann war der auch schon eine Woche oder zwei da und die hat sich nicht gemuxt, ne? Die hat sich gar nicht gemuxt. Und dann bin ich, glaube ich, zu ihr, weil ich irgendwas holen musste und habe ihn halt auf dem Arm mitgenommen, ne? Und du hast ihn schon so gesehen und so, ah, Wische hat ihn schon so gestreichelt. Und dann, 3 Tage später, hat sie gesagt, ah, sie will kommen, sie will den Harrison besuchen. Und seitdem, also meine Mutter, also für die ist der Harrison wirklich alles. Also die besucht auch nicht uns, die besucht der Harrison, die bringt für den Harrison Leckerli und Geschenke mit. Also, keine Ahnung. Also, deswegen, ich könnte den auf jeden Fall bei meiner Mutter los, das wäre gar kein Thema. Also, ich wüsste, der wäre gut versorgt. Aber ich habe auch, bevor wir den gekauft haben, habe ich schon mit meinem Vater geklärt gehabt, ob er ihn dann mal nimmt, wenn wir mal weg müssen und so. Und dann hat er gesagt, ja, ist überhaupt gar kein Thema. Und auch die Schwester vom Dommer, beide Schwestern und der Bruder. Also, jeder sagt, ach Gott, die würden den alle mit Handkuss nehmen, gell? Und er hätte es auch gut dort auf jeden Fall. Aber ich kann einfach nicht. Also wirklich, wenn ich schon, also ich meine, wir haben jetzt wirklich diesen großen Vorteil, dass wir jetzt von daheim aus gerade schaffen und ach lernen. Also ich muss hier nicht groß weg. Und wenn wir jetzt wie zum Beispiel auf dem Kickoff sind und dann hat ja meine Mutter auf ihn aufgepasst, quasi in der Ferienwohnung, aber dann habe ich auch schon ihr geschrieben, ist alles in Ordnung, was macht Ja, er? ja. Ne? So. Also weil, keine Ahnung, also ich vermisse ihn dann halt schon. Also es ist schon krass. Also wirklich, wie. Was für Beziehungen man zu einem Tier haben kann, ist schon Wahnsinn. Und da gibt es auch so wie du sagst, dieses Reel, ne? Gibt es dann auch, wo die sagen so, also da steht dann so,
Nehme ich mal in den Arm, geh mal vom Laptop weg, guck mal vom Laptop weg und nehme ich mal in den Arm, weil du hast nur, meine Zeit auf dieser Erde ist begrenzt und ich habe nur begrenzt die Zeit mit dir. Wisch es so, ne? Oh, schlimm. Schalima, schlimm. Ja, also deswegen, ja, also definitiv ist der Harrison für mich nicht nur ein Tier, sondern wirklich für mich ist es mal ein und alles. Aber ich glaube, es liegt bei uns in der Familie, weil wenn ich mal meine Cousine angucke, für die sind die Tiere auch ihr ein und alles. Und ich muss dazu sagen, dass ich mit Hunden halt schon immer gut konnte. Ne? Also ich habe ja auch die Würfe, wo mein Vater hat, mitgekriegt und so. Und für mich war, also für mich waren so Tiere schon immer so, ah, weißt du, wenn ich so einen Hund gesehen habe, ach, wie schön. Ne? So andere sehen ein Baby und machen, oh, und ich mache, wenn ich sehe einen Hund und denke, ah, Ja, weißt du, genau, bei mir so. Also ich weiß auch nicht. Ist wirklich eine besondere Beziehung. Und ja, manche Leute verstehen das nicht. Also mein Opa sagt auch immer, du übertreibst, einmal kennt man, das ist ein Kind, wisch es so, ne? Aber ja, irgendwie ist es halt so. Und weil du sagst, Buggy, wir haben hier einen Buggy für den Harrison, also beziehungsweise wir haben jetzt schon den zweiten Buggy gekauft. Und ich kann es dir nur empfehlen, weil wir hatten erst so einen Fahrradanhänger, weil ich hätte mir vor, mir ein Fahrrad zu kaufen irgendwann im Monat, ne? So E-Bike, da muss ich erst ein bisschen sparen. Und dann habe ich halt gedacht, mit so einem Hunde, also ich, der Harrison hat ja so kurze Bäder, den kann ich ja nicht neben dem Fahrrad herlaufen lassen, aber halt so ein Anhänger kann ich ihn halt reinhocken. Und dann habe ich halt gedacht, okay, zwei Fliege mit einer Klappe, holst du so einen Fahrradanhänger, dann hast du fürs Fahrrad schon und kannst den jetzt halt so schieben. Und es hat sich auch echt bewährt, weil du sollst halt einen Hund, der noch nicht ausgewachsen ist, sollst du nicht überlasten. Und wenn wir halt so Städtetouren machen und reisen, also weil wir haben es Reise nicht aufgegeben, wir reisen immer noch gerne, aber wir machen jetzt halt Europa durch und nehmen ihn halt mit. Und da hat sich das echt bewährt, dass er halt sich ausruhen kann, und nahe zu hocken. Aber das Ding war halt ein bisschen arisch-klobisch. Wenn wir das in den Kofferraum haben, war der halbe Kofferraum voll. Also haben wir jetzt so einen Buggy gekauft, den man zusammenklappen kann. Und wo er jetzt auch wirklich oben sitzt, wie so ein richtiger Buggy. Und ich muss sagen, wir haben das jetzt ausprobiert gehabt in Innsbruck und das hat echt gut geklappt und das gefällt ihm, glaube ich, auch besser, weil der sitzt jetzt höher und das sieht er dann halt mehr, ne? Wobei, ich meine, natürlich will der lieber draußen rumlaufen und schnuffe und strullern und mache und du, aber mit dem Buggy ist nicht schlecht. Also ich kann das nur empfehlen, das ist nicht schlecht, aber natürlich ist logisch, die Leute gucken halt blöd, ne? Ist klar. Ah, guck mal do, mit dem Buggy, ha, 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 ist es Ja. so? Also, ne? Also ich kann das auch sagen, zum Beispiel auf der Arbeit, wenn ich da erzähle vom Aladdin, die klappt, die denken, ich habe einen Schuss. Ja. Also die sagen ja, dass ich einen Schuss habe, weil zum Beispiel, wisst ihr, zum Beispiel, wenn ich dann hohe Heizkosten habe, die verstehen das aber nicht. Wisst ihr, erstens mal, ja, okay, bei mir ist vielleicht ein bisschen schlecht isoliert und so, schlecht gedämmt, sag ich mal, so altes Haus, 70er Jahre, da wurde noch nie groß was gemacht. Es müsste jetzt halt mal, ne? Es sind ja auch schon dabei. Auf jeden Fall. Und dann muss ich halt sowieso schon mal, wenn ihr auf zwei Stellen müsst, muss ich schon mal auf drei oder vier, weil ja die Hälfte dann ausgeht. Ja. So, und das Ding ist dann, oder ja, von mir aus, wenn ihr auf eins, auf zwei machen, muss ich halt auf drei. So, und auf jeden Fall, und aber der Kater ist jo Rassekatz, und wenn du mal Temperatur oder welche Temperatur braucht eine Britisch-Kurzhaarkatze, steht 20 Grad oder 19 bis 20 oder 18 bis 20 Grad, irgendwie sowas. Ja, aber dann kann ich hier die Heizung nicht ausmachen. Nee. Und du reicht auch leider Gottes kein Eins. Nee. Ja, Das also stimmt. welche. Und das sind halt so Dinge, und dann belächeln die mich immer. Da denke ich mir halt, Ja, du gibst ja nichts zu ich finde es halt voll lächeln. frech. Weißt du, warum belächelst du mich? Das ist halt, ich interessiere mich für mein Tier und habe es halt mal mich informiert. Und Katze ist Ja. nicht gleich Katze. Ich meine, Ajo. Fisch ist ja nicht gleich Fisch. Ich kann ja einen Süßwasserfisch nicht in Salzwasser schmeißen und umgedreht, die sterben dann. Ajo. Also, wisst ihr, und so ist das. Jetzt, der stirbt jetzt nicht, wenn du 2 Grad kälter isst, aber der wird dann halt krank. Und ich habe keinen Bock, zum Tierarzt zu gehen. Ja. Erstens muss für die Ka Ja. also überhaupt, Tiere haben ja sowieso daran Angst, wenn sie einmal eine Spritze gekriegt haben, das schnallen die und wollen die nie wieder dorthin. Ja. Gefühlt. Also, mal haben sie gute da, mal haben sie schlechte da. So, und dann, ja, also sorry. Wenn ich es vermeiden kann, so viel Geld beim Tierarzt zu lassen, dann vermeide ich das. Ja. Also ich meine, ich gehe ja nicht im Winter mit Unterhosen aus, weil
Nee, so rein theoretisch könnte, also rein theoretisch, ein Mensch halt so und so lang ohne kalt, in kalt aus, vorher kennt man ja kalt auf die Erde, also nackig auf die Erde laufen. Also weißt du, das ist dasselbe. ja, das stimmt. Aber das Also. finde ich auch wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, fahrlässig. Ich meine, klar, man kann jetzt drüber streiten, ob manche Dinge übertrieben sind. Ja, vielleicht ist es übertrieben, ein Buggy für einen Hund zu kaufen, weil dann könnte man den Hund auch einfach mit dem Arsch daheim lassen, ja. Und dann brauchst du auch kein Buggy. Klar, Ja, aber das dann ist er Asischte, dabei. ja. Das sind halt Asischte, sage ich mal, verschieden. Aber ich sage mal so, für mich ist es aber auch fahrlässig, ja. Weil ich sage mal so, du. Also, keine Ahnung, wie du jetzt sagst. Ich meine, wenn die Katz doch die gerade braucht, ich wollte gerade sagen, du kaufst doch kein Kind. Also, du kriegst doch auch kein Kind und lässt dann das Kind in einem eiskalten Raum liegen. Weißt du, was ich Ja, zum meine? Beispiel, wenn man doch ein Baby badet tut, muss es doch auch ganz genau die Temperatur Ja, haben und so. Das darf ja also. nicht zu warm und nicht zu kalt sein. Bei uns Erwachsenen, wir kennen es ja selber, weißt du, du merkst, du duschst die Hand rein und Ja. machst ja Vorliebe, ob das lieber ein bisschen heißer willst oder ein bisschen kälter so, ja. Aber beim Baby weiß ich noch, weil ich habe früher mal geholfen, mein Bruder bade und so. Und dann hat man immer das Thermometer reingehängt, ob das die richtige Temperatur hat und Ajo, so weiter. natürlich, du gibst ja auch die Milch, nur eine gewisse Ja, Temperatur. genau, das musst du auf deinem, also wir haben es immer so gemacht. Ja? So, auf die Stelle, weil du die Haut, oder nee, die Oma hat es manchmal do, weißt du, weil du die Haut dünn ist auf der Haut, auf die Hauptschlagader do. Das stimmt. Ja. Nee, Nee, das also, nee. deswegen, also ich verstehe das halt nicht, weil ich finde es eher, muss ich sagen, fahrlässig. Also, ich verstehe eher die Leute nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, die halt einfach losgehen, kaufen sich einen Hund oder kaufen sich eine Katze und kennen sich 0,0 aus. Ja, weil ich meine, so wie halt Kulturen verschieden sind, sind halt auch Rasse von Hunde verschieden. Der eine Hund, der braucht mehr Auslauf, der andere Hund braucht weniger Ja. Auslauf. Der eine Hund ist ein Kläffer, wie du sagst, der andere ist kein Kläffer. Der eine kann gut mit Familie, Kinder, der andere nicht. Also man kann nicht einfach nur sagen, ja, der Hund gefällt mir und den kaufe ich jetzt, sondern muss halt auch schon ein bisschen gucken, was sind die Charaktereigenschaften von dem Hund oder von der Katze. Passt es zu mir? Passt es zu meinen Lebensumständen? Und dann muss ich mir halt auch bewusst sein, wenn ich mir so Tier kaufe, dass es halt Geld kostet. Also es ist halt nicht nur Ja. gemacht, also es ist nicht nur, ich kaufe jetzt den Hund oder ich kaufe jetzt die Katze, sondern ich meine, das Tier kostet halt auch Unterhalt, sage ich mal. Ja, also ich meine, der muss essen, der muss trinken, der braucht Fellpflege. Der muss auch mal zum Tierarzt und der Tierarzt, der ist huch, schweineteuer, sage ich mal, ja. Einfach verschiedene Sachen und ich finde es halt fahrlässig, wenn man das vorher nicht sich überlegt gut und es abklopft und sich überlegt, ob man das kann, weil das ist ein Lebewesen, es ist nicht ein paar Schuhe, wo, wenn es mir nicht mal gefällt, ich dann in die Ecke stelle, ne? Aber selbst wenn, also bei mir war es ja auch schon so, ganz ehrlich, in Corona brauche ich jetzt gar nicht mich so verschönigen oder irgendwas, ging es mir ja auch super schlecht, Kurzarbeit, Wäsche, dann so nur eine halbe Lohn gekriegt, ja, so auf die Art, ganz ehrlich, aber ich sag's euch, ich sag's das so, wie es ist, oder du hast sie mitgekriegt, lieber hätte ich nichts gefressen. Ajo. Ja. Ja, ist das so, also ganz ehrlich, das wäre auch jetzt, wenn es jetzt so ist. Also bei mir ist es sowieso immer so, am Ersten gehen meine ganzen Fixkosten ab, ja. Und du gehört, dann Aladdin ist für mich, also das Essen für den ist für mich ein Fixkost. Ich weiß genau, was ich für den brauche. So und so viel, wie viel Streu, wie viel das, das bestelle ich, wische, weil ich habe jetzt auch kein Ja. Auto. Für mich ist es dann immer, deswegen, für mich ist es super, dass ich das online bestellen kann. Und dann bestelle ich das so, hä, und gut ist, das kommt jetzt immer. Heute habe ich, morgen kommt wieder die Nachricht, ihre Bestellung ist unterwegs oder so. Ja. Weil bei mir ist es so, ich habe ein Abo gemacht und an dem Abo füge ich manchmal noch Sachen dazu, weil man kann irgendwie nicht alles als Abo anklicken. Und dann muss Ja. ich immer das, was ich sowieso für ihn brauche, dann immer in den einmalige Bestellung tippe irgendwie, was weiß Ja. ich, dann kann ich das irgendwie dazufüge. Und dann mache ich das so und dann kommt es immer, zack, am Ersten wird es losgeschickt. Ach, Zwei Tage super. später oder 3 Tage später habe ich es dann. Gut, jetzt ist der Erste halt ein Freitag. Wenn ich Glück habe, kriege ich samstags noch, man nennt halt wahrscheinlich Montag so. Ja. Aber ich weiß das dann immer, weil ich kann das kalkulieren. Und der ist für mich, also das Essen und das Trinken für den ist alles, was dann für mich ist, ist egal. Wenn ich nichts mehr zu essen habe, dann ist es so. Ja, was ich ja krass finde, so ends der er also viele Leute fragen als erstes, darf ich mal fragen, was der gekostet hat? Wo ich mir dann denke, ja, du darfst fragen, ich mache jetzt kein Geheimnis drum, aber was ist eigentlich für Frage? Weißt du, was ich meine? Ja, so ein Hund ist teuer, ne? Also ich meine, der Harrison hat 2.500 € gekostet und das ist noch ein normal, also das war noch ein guter, also es war jetzt nicht teuer, ne? Also Ja. brauchen wir jetzt nicht diskutieren.
Also es gibt. Du hast ja vom Gezüchter gekauft und dann einfach so. Ja. Es gibt Hunde, die sind auch wesentlich teurer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch richtig so. Nett, weil, also es geht nicht darum, dass ein Züchter das Geld verlangt, weil er Geld und drauf verdienen will. Also vielleicht gibt es das, das ist natürlich dann auch fahrlässig, aber das glaube ich auch nicht, dass der VDH das unterstützen würde. Aber du musst mir überlegen, die werden geimpft, die werden gechippt, ja, und was. Sag ich mal, das Ganze, ich meine, die haben ja 8 Wochen die ganze Welpe bei sich, die müssen die essen, also ne, die tun die, holen deine Esse und so weiter. Meistens kriegst du ja auch noch so Halsband mit dazu und noch ein Spielzeug und noch Futter mit, ne? Also es ist nicht so, dass du den Hund einfach so kriegst und das war's, ja. Nee, kriegst du immer noch was dazu, ja. Ja, und ich finde, aber der Preis ist definitiv gerechtfertigt, weil ich finde es richtig, dass sich nicht jeder so einen Hund leisten kann. Also, um Gottes Wille, es ist natürlich nicht abhängig davon, was man verdient. Also, ich finde, es sollte nicht abhängig davon sein, was man verdient. Aber wenn man nicht so viel verdient, muss man halt für den Hund vielleicht ein bisschen länger sparen, wie wenn man Ja. mehr verdient. Aber dann weißt du auch, dass du den Hund willst. Und dann hast du als Züchter auch die Sicherheit, dass, also ja, gut, die Sicherheit hast du halt nie, ne? Aber man weiß einfach, derjenige ist sich bewusst, was er sich gerade kauft. Wenn man halt einen Hund für 500 € sag ich mal, kaufen kann, das hast du halt mal schneller zusammen wie halt so ein Betrag, ja. Und deswegen finde ich es auch ganz gut und richtig, dass es so ist. Ich meine, um Gottes Willen, natürlich ist es auch gut, wenn man ins Tierheim geht, ne? Da kriegt man ja auch, sage ich mal, Tiere und natürlich wollen die auch zu Hause und jeder, der, sage ich mal, um Gottes Willen, ne? Oder es gibt ja auch viele Leute, die retten die Tiere aus Ländern, wo sie dann umgebracht werden, finde ich auch eine tolle Sache, ne? Aber ja, wie gesagt, also ich finde es auch nicht, ich finde es auch in Ordnung, dass eben so ein Hund sein Geld kostet, weil wie gesagt, das ist halt schon eine Lebewesen, ja. Man kauft es ja nicht einfach so und deswegen, also man muss auch einfach gucken, dass man sich um das Tier kümmern kann. Und bei uns wäre das genauso. Also der Hund geht eher schon mal vor, ne? Also bevor wir kommen, kommt auf jeden Fall erstmal der Hund. Ich meine, das ist ja nicht so, dass es jetzt so ist bei einem Hund, wie jetzt bei einem Kind, sage ich mal, dass die Ansprüche, je älter das Kind wird, höher werden. Ne? Also ich sage mal, beim Tier, toi, 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 außer es wird krank, bleiben ja die Kosten relativ gleich. Die essen ja sogar, wenn sie älter werden, wendischer, wie wenn sie jünger sind. Ne? Aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, muss man sich halt gewisse Dinge halt überlege, die man halt braucht, ne? Und es ist am Anfang schon ziemlich viel, was man halt braucht, ne? Wo man Ja. halt gar nicht auch so dran denkt, ne? Ja, also zum Beispiel beim Aladdin war es ja so, dadurch, dass der war ja so privat, habe ich den jemandem abgekauft, ne? Und der hat jetzt in Anführungszeichen nur die 500 € Ja, gekostet, gut, für ja. Katze ist es aber auch viel, ne? Ja, aber das ist für die krasse billig. Ja, das Weil, stimmt. ja, weil das halt, weil das ist ja eine Rassekatze, ist dann ähnlich wie bei dir. Das ist ja Ja. nicht irgendein Mischling oder so, das ist ja wirklich eine Rassekatze. Und das Ding ist, die kosten normalerweise bis, also zwischen 1000 noch irgendwas bis 1800. Also, und wie gesagt, es ist eine Katze. Also, was heißt eine Ja. Katze? Aber Ja. du sagst dann, ah, jemand, es ist teuer oder so. Finde ich halt jetzt nett. Aber ich meine jetzt auch von den Größeverhältnissen im Vergleich jetzt zum Harrison. Weißt du, was ich meine? Weil Ajo. du jetzt zum Beispiel jemand sagst, der, das wäre jetzt teuer, ja, finde ich jetzt auch nicht. Nee. Allein über, wie du sagst, allein der Chip und die ganze Tierarztkosten, ich meine, das hat ja ein Züchter, bis zu einem gewissen Grad mit, Ja. ja, und alles, ja. Also von daher, ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm. Und ja, beim Aladdin war es jetzt halt so, dass der du jetzt halt kennst. Aber das Ding ist, ich habe das Bild von dem gesehen, es war mir scheißegal, ob wo der herkommt, was der ist, war, ich habe einfach nur, das war ein Bild mit seinem Gesicht und da hat er so hochgeguckt und er hat so. Der ist jetzt so dunkelgrau, das ist ja kein hellgrau, also kein Lilac, sondern Blue. Und der ist so dunkelgrau und er hat der hat hier halt so pechschwarz. Und es ist so schell, es sieht aus, wie wenn er so Eyeliner hätte an der Haare, ja. Ja, beim Dann habe Harrison ich, A. ja, und ich liebe das voll. Und ja, wobei ich habe jetzt hier schon mal geguckt, nur andere, also wirklich so noch andere Farbe und so, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Also mir gefällt dann auch so ein Silbergraue, aber was ich auch schon gesehen habe, das waren so beige mit Ja. so, aber mit braunen Näschen und so, also mit Schokoladennäschen oder überhaupt so dunkelbraunes mit auch so einem Schokoladennäschen und dann haben die da auch braun, die haben dann auch so braune Dinger da innen drin, diese Ja. Taupi. Ja, also voll süß. Oder dann, wenn sie rosa eine Nase haben, ist auch irgendwie süß.
Also so, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Weil es gibt ja zum Beispiel, also ich würde dann schon, weil du vorhin auch gesprochen hast, dass die Leute gar nicht sich informieren. Stimmt, ah, weil zum Beispiel ich wollte immer so ein Bengal. Also ich habe immer mal gesagt, wenn ich eine Katze will, dann so ein Bengal oder Was denn so. Ist, das? ja, die sehen aus wie ein Leopard. Die sind Ah, ja. Katze, also so groß, also ein bisschen, die sind so lang und dünn, aber die Hennen halt sehen aus wie so ein Leopard. Und das Ding ist, sowas kannst du in ihrer Wohnung gar nicht halten. Weil die sind zwar größte Katze, aber die müssen rennen. Also die müssen Flitze kennen. Das kann ich, das geht hier gar nicht. Der wäre hier untergegangen oder der hätte mir dann alles kaputt gemacht, weil die Ja. drehen dann durch. Das Ja. ist, sagt ihr so wie, ne, wie der Puma im Käfig oder so. Der, Ja. ja, und das ist auch so, weil die drehen dann ab. Ne? Also ich sehe das auch manchmal oder Aladdin, du halt seit 5 Minuten. Aber gut, die heute der Harrison auch. Ja. Meistens um dieselbe Uhrzeit. Aber deswegen, die Leute informieren sich einfach nicht. Und zum Beispiel, ich wusste jo, aber ich wusste das halt auch nur, weil ich das jo von dem Teampartner von dir wusste, die sind halt ein bisschen fauler. Weil ihr müsst euch vorstellen, die British Kurz heißt eigentlich wie der Garfield. Der Garfield ist ja, oder diese Ja. Grinsekatze von Alice im Wunderland, die ist ja auch dick. Ja. Die sind dort davon so inspiriert, sage ich jetzt mal. Und zum Beispiel so Garfield-Farbe gibt es halt auch wirklich bei British Kurz Ja, habe halt. ich gesehen schon, ja. Glückskatze hieß es. Also bei denen Wie ist hieß es? Glückskatze. Ah. Ja, weil die orange ist auch. Wahrscheinlich auch vielleicht wegen dem, du. Ja, es kann sein, ja. Kennt ihr das? Ja. Ja, die Jenny kennt es, weil die hat da tausend Dinger stehen, die haben mit der Hand winken. Ja, deswegen, also ich habe ja auch so eins, aber das muss nicht ausmachen. Gut, jetzt ist es so hinne noch, weil ich hab's, das war in meinem Schambersregal und jetzt ist das Schambersregal, steht leider Gottes immer noch so verpackt in der Schachtel. Und der Aladdin wieder, aber wie die Jenny mir das geschenkt hat, diese Katze, die so macht. Was sind das? Glück? Winke-Katze. Winke-Katze, aber die bringt Glück oder was, gell? Die muss man gegenüber von der Haustür stellen, dann schaufelt die das Geld rein. Ah, dann hatte ich sie eh falsch stehen. Das hätte ich muss auch kennen. Naja, egal. Kein Wunder, dass so nichts reinkommt. Wäsche. Die hat ja auf der anderen Seite gestanden. Ja, Naja. oder von deiner Balkontür wird auch gehen. Nee, die hat ja das Schambesregal hat zum Kielschrank. Der Kielschrank war jo immer was drin, aber Ah ja, sicher, war der gut, voll. wenigstens Apples. Ja, okay, aber jetzt passt beiseite. Was wollte ich jetzt sagen? Rote Glückskatze, vom Garfield inspiriert, weil die sind nicht so aktiv anscheinend. Ach so, ja, der Aladdin zum Beispiel, genau. Der ist jetzt auch deswegen, der passt halt auch ein bisschen hier rein, weißt du, weil der ist eh so ein bisschen pummelig, speckig, nicht ganz so unternehmen. Also er hat, wie gesagt, seine Tursche, wo er also rumrennt und spielen will, ist so logisch. Er will ja auch was am Tag machen, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass der du jetzt 24/7 beschäftigt sein will. Ja. Aber gut, Katzen schlafen eh allgemein viel. Ja, Hunde auch, also das wissen 60 auch viele Stunden, nicht. 60 bis Ja, 80 Stunden am Hunde Tag. auch, 80 Ach Stunden. so. Ja. Das weiß man auch so, ne? Das ist so Sache, die weiß man dann irgendwie erst später oder wenn man dann halt auch ein Tier hat. Also ja, dass so ein Hund, am Anfang habe ich gedacht, wo der nur geschlafen hat, schläft der nur, aber beim Welpe sieht, der schläft jetzt sogar 20 Stunden, ein Welpe. Ja, ich weiß auch noch, wie der Aladdin ein Baby war. Weißt du noch, wo ich da als die Bilder geschickt habe, da hatte Ja. ich die weiße Couch, wo er hin auf dem Kopfkissen gelegen hat, da passt er gar nicht mehr drauf. Der Oliver. Aber Aber lustig, ist der eigentlich auch aus England dann? British Short Hair, ja, ne? ja, das ist ein Royal. Also nee, der kommt eigentlich von der alten Römer irgendwie über die Ägypter und von da irgendwie ist es dann rübergekommen, das, ich habe mal die Story gelesen, ist es dann rübergekommen zu The Royals und dann waren sie da. Ach so, der ist auch royal. Der ist Royal, yes. Verrückt. Ja, beim Harrison ist so, also der Welsh Corgi Pembroke ist mit den Wikinger nach Irland gekommen und wurde dann in Pembroke und in, also es gibt hier Welsh Corgi Pembroke und Welsh Corgi Cardigan. Das sind zwei verschiedene Ortschaften dort und dort wurden die gezüchtet, um Rindviecher zu hüten. Und deswegen extra die Sieht der kurze andere Bäh. anders aus? Bitte? Sieht der Der andere. Anna ist ein bisschen größer. Ah, Cardigan okay. ist ein bisschen größer, aber es gibt hier halt rot-weiß, so wie der Harrison ist, und es gibt hier noch die schwarz-weiße. Und es gibt auch Tricolor, ne, wo dann schwarz, Ja, braun die haben dann und noch so einen rot schwarzen haben, Fleck. ne? Und ja, auf jeden Fall wurden die zum Rinderzüchtige, also die wurden zum Rinderhüte gezüchtet und die extra so klär, dass sie halt unter der Rinder durchschlafen können. Und ich habe aber auch schon Bilder gesehen, wo sie auf der Rücke drauf gesprungen sind, so gefühlt, ja.
Also, dafür wurden die gezüchtet. Und die Leidenschaft hat die Queen dann zu denen entdeckt und die hat ja dann halt diese Welsh Corgi Pembroke gezüchtet. Die hat ja bis zum Teil hat die 20 Hunde davon. Und durch die Queen wurden die halt auch so bekannt und berühmt, sage ich mal, ne? Ja, ich Aber gucke gerade noch einmal, British. ja, die sind. Also nee, ich gucke gerade mal, aber ich meine, ich habe das richtig British Short Ja. Hairs. Warte. Und leider der schluft. Ja. Kann ja. Warte mal, ich habe da was gefunden. Ja. Zu der Geschichte. Ja, auf jeden Fall ist der Harrison jetzt schon über ein Jahr bei uns. Und es kommt mir vor, als wäre er schon viel länger da. Ja, und man sollte wirklich die Zeit als Welpe mit einer genießen, weil es wirklich, also die wachsen so, so schnell, ist der helle Wahnsinn, gell? Ja, Achtung, ich habe was gefunden. Also, Ja. die British Kurzhaar, ich habe es falsch, bisschen falsch. Also, die British Kurzhaar entstand vermutlich aus den Katzen, die vor 200.000 Jahren. Ach, 200.000, was rede ich doof? Wie? Ich bin schon dappig, ey. Die vor 2.000 Jahren mit den Römern nach Großbritannien gekommen waren. Durch die Insellage lebten sie dort weitgehend isoliert von anderen Katzenrassen. Erst im 19. Jahrhundert begann man sie gezielt nach Rassenstandards zu züchten, da im Zuge der Weltkriege auch die Zahl der zur Zucht geeigneten Katzen zurückging, wurden kurzzeitig Perser und Kartäuser eingekreuzt. Ja, habe ich auch schon gehört. Auf jeden Fall bei der British Kurzhaar. Ja. Genau, steht zum Beispiel auch noch, zum Beispiel, die sind halt auch, weil jeder denkt, der Aladdin zum Beispiel ist zu dick mit seinen 8 Kilo. Du steht dann zum Beispiel, die British Kurzhaar ist eine muskulöse, kompakt gebaute Katze, die im Gegensatz zu Hauskatzen eher gedrungen wirkt. Was meinen die damit? Drungen, ja, so, So. ja. Ja, genau, also er ist ja so plump, Ja. Puppe. Der ist so, der ist halt auch so dappig, wisst ihr, so manchmal, wenn der so eine Fruchtfliege hat, ne, zum Beispiel im Sommer, so winzige Ja. Fliege. Ich sag's euch, dann macht er so, wisch es so mit dem Pfot, ich muss es nochmal vormachen, so. Und dann macht er so, und dann sucht er die, und dann macht er so, wisch es so, wie wenn er mal Feuer. Okay, weg, so, wisch es so süß eigentlich, ne? Genau, sie hat einen rundlichen Kopf, großen Kopf, große runde Augen und Pfoten, kurze Beine und einen im Vergleich zu anderen Katzen eher kurzen Schwanz. Okay, das trifft jetzt beim anderen, beim Angelo, beim Aladdin nicht zu. Kann das sein, dass beim Aladdin vielleicht noch so ein Perser oder so drin ist? Irgendwo eine Vorfahrt, aber ist nicht schlimm. Genau. Aber zum Beispiel, du stehst dann auch noch zum Charakter. Im Gegensatz zu vielen anderen Katzenrassen ist die British Kurzhaar ein ruhiger Vertreter. Das bedeutet nicht, dass sie nicht gerne spielt oder herumtobt. Das stimmt, weil er dreht ja manchmal durch, ne? Aber sie kommt auch gut mit einem Leben als Wohnungskatze zurecht, falls kein Garten zur Verfügung steht oder keine Möglichkeit zum Freigang vorhanden ist. Das ist schon mal optimal. Ja, genau. Also so, der ist eigentlich, ja, ah, da steht noch was zur. Ah ja, genau, aber der ist zum Beispiel, da stand noch nicht so kurz, deswegen habe ich schon mal gelesen, ist er zum Beispiel perfekt für Familien. Weil, das stimmt, weil der lässt sich ja auffassen und so. Und Ja, das das stimmt, das stimmt. muss ich auch sagen, der Aladdin, weil manchmal sehe ich so Videos von Katzen, wo so aggressiv sind und die leiden. Ja. Also ich habe jetzt noch nie von einer British Kurzhaar, müsste ich jetzt lügen. Von einer Ja. dicken Katze habe ich das noch nie gesehen, weil der Aladdin, egal was ich mit dem mache, ach, wenn ich den nerv, der guckt mich vielleicht dann manchmal komisch, oh, der dreht so ein bisschen die Haare so Ja. spitz so hin, ne? Und dann guckt er so grimmig, aber der hat mich noch nie geschlagen oder gebissen oder mich angefaucht. Mo, da habe ich ihm, glaube ich, ein bisschen weh gemacht, aber du hast ja abgehauen, ich musste ihn irgendwie wieder über den Balkon schmeißen, so. Und dann hatte ich ihn, Ja. glaube ich, zu fest und am Arm verwischt oder so, aber du gingst jetzt halt, das war wichtig, ja? Also, das war mir dann auch egal. Oder der miaut oder was?
hat er dann gemacht. Dann habe ich mir gedacht, steig meine Buckel nur. Wenn du abhaust, ist das dein Problem. Wenn ich da, also, nee, du warst halt auch sauer, weil er abgehauen ist. Ja. Über die Dächer Mannheims. Und ich bin dann das Fenster raus. Das war vor kurzem erst. Und über die Dächer Mannheims getourt. Ja, wie hast du denn dann wieder Ei gefangen? Was? Wie hast du denn wieder Ei gefangen? Ja, er war jetzt halt über der Dächer Mannheims. Das war so auf meiner meinem Garagedach, do, ne? Aber der ist schon, ich musste schon über die Zickeldonebel laufen, weißt du, und die sind ja locker. Ich war barfuß in Unterhose. Nee. Doch, und es hat gerannt. Nee. Du bist hier. Ah ja, es war mir scheißegal, bin ich aus dem Fenster rausgesprungen. Ja, um, ist er dann aber gleich gekommen. So viel zum Thema, ich wische so viel zum, ich lieb den Abgang. Ja, aber ist er dann gleich wieder gekommen? Nein, deswegen bin ich hinausgerannt. Ich habe den hier gerufen, Aladdin, kommst du daher? Aladdin. Aber das Problem ist, der hört eigentlich, wenn ich den hier rufe, Aladdin, der guckt dann auch. Aber manchmal, gut, manchmal denkt, der hört mich sowieso. Der ist ja nicht blöd. Ja. Aber das ist wieder so typisch Katz, der denkt dann, steil mir den Buckel auf. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. Ja. Nix, der hat einfach weiter geschnüffelt. Und du kommst halt immer, ich sage immer sein Freund. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt mögen oder nicht, weil wenn der als kommt, der kommt über das Dach. Und durch ist er in die Richtung, ist er, wollte auch ab dann. Und da habe ich nämlich gedacht, bevor der jetzt abhaut, dann müsste ich hier wirklich über die Dächer Mannheim springen. Ja. In Unterhose, ja. Und ich hatte so ein T-Shirt, so lockeres drüber. Und dann bin ich wieder hinausgerannt. Und ich hatte ja barfuß, wisst ihr, es hat ja Wege da. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und er kommt halt als ab und zu, aber er war jetzt schon lange nicht mehr da, so ein, wir sagen immer, sein Freund. Und das ist so ein ganz pechschwarze, so ein Streuner, muss entweder ein Streuner. Wobei, der kommt ja nur ab und zu, vielleicht darf er nicht immer raus, ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung, oder er legt es nur ab und zu auf seiner Route, weil die haben ja Route, die Katze, ne? Deswegen, und dann will ich halt auf jeden Fall, jetzt war aber schon länger nicht mehr durch, ich hoffe, dass nichts passiert ist mit dem kleinen Stinger, weil der ist eigentlich voll süß, ich habe schon zum Anschluss gesagt, schade, vielleicht, der gehört hier bestimmt jemandem, weil der, wenn der du vor unserem Balkon, der kommt nicht nein, weil du so Katze nennst, ne? Weil du das zu mit meinem Ding. Ja. Der Aladdin hat dann aber immer durch die Stäbe durch, hat dir so Bambusstäbe, hat er dann gesehen. Und dann haben die auch immer gefaucht und so richtig geschrien und alles, ne? Draus voll den Zirkus vollführt. Da habe ich ihn als Roy geholt, also, komm, Roy. Und so, aber der Anna hat sich immer so auf den Bauch gelegt und so den Bauch in die Höhe gestreckt. Das ist eigentlich Zuneigung. Der Anna mag den, aber irgendwie der Aladdin, deswegen, ich hätte zwar gerne zwei die Katze, aber ich wüsste gar nicht, ob der Aladdin es vielleicht eigentlich gar nicht will, aber manchmal denke ich, es ist vielleicht besser für ihn. Ja, und dann hast du einfach bist du aufs Dach und hast ihn geschnappt. Da ist er aber dann nicht abgehauen, da hat er sich nehmen lassen dann. Ja, dem den ich was erzähle. Oh, du den ich mal. Aber gut, bei Katze bringt es nichts, ich habe das nur gelesen, weil Katze zum Beispiel, das stimmt, der Aladdin, der will ja immer, dass ich dem so aufs Asche so fecht, wische, hinne. Ja. Ja, wenn du jetzt der Schwanz ist, guck, du gehst dein Schwanz jetzt hoch, ne? Und dann hat er ja hier so, das ist ja schon der Arsch eigentlich, ne? Ja. So. Und dann will er immer so getätschelt werden. Gepempert haben, wisch, so, du Guter und so, wisch, so. Er ist halt ein Kater. Er steht auf SM. Also ich muss sagen, der Harrison vom Charakter her, also der kriegt nicht gern Ärger. Also wenn er Ärger kriegt, dann merkt sich das und das will er gar nicht. Also der will gelobt werden, aber Ärger geht nicht und der merkt sich das. Also wenn ich den A-Gescholder habe, ne, oder ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich richtig sauer war, ich meine gut, das ist jetzt auch nur zweimal vorkomme, weil er gemeint hat, er muss jetzt halt einfach mal abhauen, ne. Also er läuft jetzt halt einfach mal die Straße entlang und ne, ohne A-Gelein zu sein, läuft er schon mal Richtung den Weg, wo wir mal rausgehen. Und dann habe ich ein Ei gefangen und dann habe ich ihn halt auf den Arsch geschlagen, ne? Und das hat er schon gemerkt. Und dann war er schon so, oh. Ne? Und dann, ich habe richtig mit dem gescholde. Und das hat er aber danach nie wieder gemacht. Das macht er danach nicht mehr, ne? Weil das will er nicht. Also Ärger will er gar nicht. Also der ist so ein, wie soll ich denn sagen? Das ist so ein Gehöriger, ne? Also der will so Befehle und Gehorsam. Er will wissen, was er zu machen hat und will dann halt auch gelobt werden, ne? Also du kannst ihm auch gut Sache beibringen. Er checkt das schon schnell. Also wenn du dem was beibringst, zwei Mo, dann weiß er eigentlich schon Bescheid. Das andere ist, dass Pembrokes natürlich, also so Corgis haben halt auch einen sturen Kopf. Ja, also die wollen halt nicht immer. Und manchmal, wenn sie so keine Bockphase haben, oder er ist ja auch in der Pubertät, ne, einen sturen Kopf hat, dann macht das manchmal nicht mit Absicht, ja, dass er dann halt nicht hört oder so, weil er jetzt halt meint, er muss jetzt den Molly machen, ne. Aber eigentlich sind es schon so, also der Harrison ist eigentlich wirklich ein lieber Hund. Also der bellt auch wirklich nicht oft. Also wenn es klingelt, bellt er. Ja, aber so, also der, die haben auch Wesen, das gab es mal so ein Video, schade, ich hab das nicht mehr. Da hat ein Mann nur gemacht, wie Hunde rennen.
Also der ist so gejoggt und hat Hunde nur gemacht, ne? Und beim Corgi hat er halt auch so gelacht und überall so gewunken, ne? Und Ja. so sind aber halt auch Corgis, die denken, ich bin hier und jeder muss mich lieben. Und das denkt er halt von jedem Tier. Also wenn wir Katze treffen, ey, die Katze, die war schon so klar, hat so einen Buckel gehabt. Und Harrison denkt einfach, egal, die muss mich lieben und wird dann noch hingehen und wird mit der spielen wollen. Und so ist er auch mit anderen Hunden. Also der will am liebsten mit alle Hunde, wo er trifft, spielen, aber nicht alle Hunde mögen das jo. Weißt du? Und manchmal, der Dommer hat schon gesagt, er denkt manchmal, mögen Hunde der Harrison auch nicht, weil der Harrison so schä ist. Weißt du, dass die Hunde das merken oder so selber so auf den so eifersüchtig sind, Vielleicht weißt mögen die den auch nicht, weil der Harrison ist ja basisch. Vielleicht sind die ja einfach nicht basisch und für die riecht der Harrison vielleicht nicht gut wegen dem Aloe Vera. Das kann auch sein, ja. Stimmt. Weil die gehen Also ja der nach oben. Harrison, der riecht wirklich gut, muss man sagen. Also, ja, wenn das so ein bisschen Pubertät, also manchmal habe ich das Gefühl, wenn er so in der Pubertät ist, dass er auch manchmal schon stinkt. Also wie wenn er, wie wenn jetzt wir Menschen in der Pubertät sind und haben dann auf einmal so das erste Mal Schweiß, kriegen so Achselschweiß, das erste Mal, wo stinkt, ja. Also das hatte ich bei ihm schon auch so das Gefühl, ne? Dass es vielleicht mal so war, aber in der Regel stinkt er eigentlich nicht. Also er riecht eigentlich gut. Der hat auch schönes Fell, also. Aber ja, kann sein, dass die Hunde das halt auch nicht mögen, dass der halt so übergepflegt ist, weil ich meine, der wird ja bei uns auch, kriegt er jeden Tag die Pfote gespült und die Zähne geputzt, ne? Aber das ist halt auch so Sache, klar. Also ich habe gelesen, man soll das sogar machen, dass man dem Hund jeden Tag die Zähne, oder jeden, ich meine jeden zweiten, jeden dritten Tag, ne, die Zähne putzt. Weil das Ding ist halt, wenn die Zahnstein kriegen, das ist ja halt auch wieder, ne? Das ist auch wieder, Ja, wenn dann das weggemacht werden Narkose. muss, müssen sie Narkose, ist auch wieder gefährlich, ne? Sie ist gefährlich, nicht, aber so gesund ist es halt nicht, dauernde Hunden Narkose zu legen, ne? Ja. Aber ja, am Tierarzt bin ich mal gespannt. Toi, toi, toi. Wir waren ja, also das letzte Mal zum Impfen dann halt vor einem Jahr. Aber dann haben sie mir auch mal Blut abgenommen, dann vor einem Jahr, und du hast ein bisschen Molly gemacht. Also ich weiß nicht, wie er jetzt reagieren wird, wenn man zum Tierarzt gehen, ob er sich das gemerkt hat, weißt du? Bin ich mal gespannt. Aber tatsächlich will ich mal zum Tierarzt gehen, weil ich muss die Kralle schneiden lassen. Ich kann das nicht machen. Der dreht durch. Also das ist Angel, was er sich nicht machen lässt, die Kralle schneiden. Ich will mir zumindest noch mal gucken, wie der das macht. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt so, da gibt es wie so eine Tasche, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man den Nei hängt. Und dann hängt man den an so Stangen. Das wäre wie so Kleiderstangen. Und dann kann man dem die Kralle schneiden. Ne? Sowas habe ich jetzt bestellt. Aber ob der sich das machen lässt, das weiß ich nicht. Also da habe ich echt Glück mit dem Aladdin, weil Katze, also der hat manchmal hier so schwarz so, ne, so Dreck Ja, so dort, der Harrison A. so ein Matze rechts und links. Ja. Und Aladdin manchmal auch hat, weil der, dem sein Nas geht hier von do, wisch so nein. Ja. Der hat hier, die Hände das hier neben noch auf, was bei Ja, uns so ist, ja. ne. Und dann muss ich mit der Pinzette, hat der manchmal wie so schwarze Plätscher, ich sage mal Popel dazu. Ja. Weil ich denke, es ist sowas wie bei uns ein Popel. Ja. Einfach durch schmutzige Luft oder Ja. hier Heizung. Jetzt ist hier zum Beispiel auch Claire, hier wohnen zwei Leute, ja, hier wohnt Ja. der noch. Dann müssen wir hier die Wäsche machen. Also Wäsche ist immer in Ja. Bewegung. Und ich habe eigentlich auch immer, jetzt ist hier sowieso die Baustelle, dann habe ich immer die Fenster und die Dere aufgefüllt, ja, also das weh. Und dann muss dann, aber der lässt sich das alles mal. Also ich mache das dann immer, wenn er auf seinem Teppich leidet. Und dann liegt der sowieso, wisch so schon Platz. Und dann mache ich, komm, Baby, die Mama macht dich mal sauber so auf die Art. Und dann lege ich mich so, ich lehne mich natürlich nicht fest auf den Druck, Ja. sondern auf alle Viere, ne? Und dann habe ich ihn halt, nehme ich ein bisschen so sein Gesicht, aber der lässt es mit sich machen. Der macht sogar manchmal die Bewegung mit der Nase so mit. Ja. Ja, also wisch, weil ich glaube, es stört ihn und er freut sich dann, wenn es draußen ist. Weil vielleicht beißt es ja auch, wisch, es juckt bestimmt oder kriegt er ein bisschen weniger Aber Luft was ist vielleicht. das? Ich habe das noch nie gehört, dass das eine Ja, wie ein Katze hat. Popel. Ja? Ja, ist wie ein Popel, das ist nichts Schlimmes. Ja, und dann, ja, Kralle schneidet, also die Hinterkralle, die muss ich eigentlich nicht so oft, also die muss ich noch nie. Elmo hat er sich so arisch gekratzt, da hat die Tierärztin die abgeschnitten, weil sie gesagt hat, Mama, Selbstschutz, zack, die werden gleich abgemacht, hat sie gesagt. Aber ist es bei der Katze nicht wie bei der Hunde, dass die Leber haben in der Krall? Doch, doch. Ich habe Ja? das auch so rosa drauf und das darf ich nicht bis ans Rosa, das muss ein Ah Stückchen ja. davor.
Genau, aber zum Beispiel bei Hunden ist es das so, Katzen ist es so, die machen auch selbst Nagelpflege. Also rein theoretisch müsste ich dem die nicht schneiden, aber die werden dann so lang und so dünn und so spitz. Ja. Ja, und dann tut es nämlich, wenn er dann seinen Milchtritt macht, tut es nämlich danach weh, ist dir Was macht klar, der ne? Vertritt? Milchtritt, wenn der die Cookies backt. Wie? Der knetet doch, die Katze kneten doch so auf der Decke oder so. Ach so, aber Milchtritt ach, ist es. du der auch auf dir. Nee, der kuschelt doch nicht. Ach so. Doch, wenn ich die Decke auf meine Bär habe, dann kommt er manchmal, wegen dem Weiche, der mag das, wenn es so Wie ist weich das? ist. Milchtritt? Ja, Hab weil noch nie gehört. die zuckeln die Milch raus, die Ah, ja. aus der Mutter. So. Ja, auf jeden Fall. Jetzt weiß ich wieder nicht. Ei, du musst eigentlich gerade schneiden, hast du Ach gesagt. so, ja genau, weil der macht Nagelpflege, weil ich sehe den, ich beobachte den, ich habe das dann einmal gelesen, die machen das eigentlich selber, die nagen dann da drauf und es ist wie, du isst schon einer ohne drunter. Okay. Ja, also und dann geht du nämlich, ich muss mal gucken, ich kann das mal zeigen, das ist so nichts Schlimmes, manchmal finde ich dann so im Bett oder so, ist ja logisch, weil bei einem Ja. Zimmer wohnt, er läuft du drüber, ja, oder er muss du im Bett leihen und dann finde ich das dann, dass du so wie Hüll ist, so Echt? Hüll. Ja, ich muss mal zeigen. Das ist aber normal. Ich habe es dann gegoogelt, weil ich bin erst voll erschrocken, als ich das erste Mal gefunden habe. Dann habe ich geschrieben, Katze kaut Nägel ab oder so. Irgendwas habe ich da Eugap oder Ja. Hülle von Nagel gefunden, von Katze irgendwie. Und da stand dann, das ist ganz normal, die machen selbst Nagelpflege. Aber Katzen sind ja eh sehr reinlich. Die machen ja, du musst die ja eigentlich auch nicht wäschen. Ich weiß nicht, warum manche Was? Leute es machen. Also, der Harrison kaut auch als an seinen Näschel rum, aber sowas gefunden habe ich jetzt noch nicht. Aber ich glaube, beim Hund ist es auch nicht so, ne, dass sowas abgeht. Nee. Also das kenne ich auch nicht von unseren Hunden oder so. Ich kenne das jetzt nur vom Aladdin. Aber wie gesagt, ich habe es gegoogelt, also Ja, das und muss die was Matze, wie Normales machst du sein. die weg? Hä? Die Matze, wie machst du die weg? Ach, beim Streicheln. So. Wenn ich zum Beispiel bei dem so mache, dann macht er immer die Augen zu und dann ziehe ich das so mit hoch oder Ja. runter, je nachdem. Aber ich warte, bis er die Augen zumacht. Ich Aber das mach geht dann. auch manchmal nämlich sein Gesicht. Und Ja, ich manchmal, auch. Baby, ich mache die Matze raus. Und der weiß es aber, der merkt es, dass ich dem eigentlich gut will und der lässt es dann machen. Ja, so mache ich das aber auch beim Harrison. Ja. Also, Je ich mache nachdem, wie er manchmal halt mit. gelaunt ist, mache ich es auch Also, manchmal. manchmal, der hat dann halt wie hier, ach so, wie so, das ist wie so dunkel danach hier. So wie Träne. Ja, genau. Und dann mache ich das mit so Activator, ne? Mache ich so auf so Wattepad und mache das dann so sauber. Das lasse ich aber auch mal. Oder die Ohren mache ich mir auch sauber. Du hast auch keine Probleme. Der lässt sich auch der Arsch wäschen, ne? Zum Beispiel der Hund von meinem Vater, also der Jamie, der hat das nicht, der konnte, also dem durfte schnell den Schwanz hochheben, da war der schon abgehauen, ne? Also der wollte es gar nicht. Beim Harrison kann ich auch, ne, mit dem Wasser do sauber machen, dann, wenn er vielleicht mal Durchfall gehabt hat oder so. Ist ja halt immer so, ne? Da der so buschische Arsch, du musst es dann sauber machen. Ja. Also Also du sagst da gar deswegen, das nichts. war halt auch immer, meine Mutter hat immer gesagt, weil die hatte Yorkshire Terrier und wie gesagt, wir haben die gezüchtet. Also das muss ich auch noch sagen, wir hatten einen Nackthund. Was denn das? Einen Nackthund, wie bei der Cruella de Vil, der wo er seit schwarze Haut, er seit weiß, das gibt's echt. Das heißt Chinese Crested. Okay. So, das ist, ich sag's so, wie es ist. Ne, ich muss hier wieder aufpassen. Warum sagt? Ja, also eigentlich, soweit ich das weiß, ich will aber jetzt nicht lügen, ist das auch so ein Hund, wo man eigentlich essen kann. Weil er hat ja keine Haut. Chinese. Echt? Ja. Oh Gott. Ja, aber der ist Die rausgekommen bei essen der. das. Oh Gott. Ist es bei der Zucht rausgekommen oder oder hattet ihr so einer? Nee, den haben wir so gekauft. Ach Das so. war ein total fein erzogener Kerl. Nee, Wie ohne Scheiß, hieß der war auf der Schweizer Hundeschule, der ist fürs Kacken vom denn Trottoir runtergegangen. Schweizer Hundeschule, wo ist denn die hier? Ne, keine Ahnung, weil meine Mutter hat den in der Schweiz gekauft, den Chinese Crested, und der war bei einer Hundeschule, also die Welpe waren schon, und der ist zum Kacke vom Trottoir runtergegangen. Wie hieß denn der? Toschi. Hoshi. Toschi. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber der hieß Toschi, und der war halt da immer bei der Yorkshire Terrier du dabei und dann musste ich da auch immer, der hat nur hier hoher, hier.
Du hattest so ein paar halt, ne? Wie so ein alte Knacker halt an die Hohen. Ne? Es war jetzt keine Fülle Hohen, ne? Wie beim Pudel so geschoren, dass er do viel hat und do wenig. Sondern der hat halt wie so ein alte Knacker, do, so ein Homer Simpson-Style. Bisschen halt so. Und hin am Schwanz, oben hat er so ein lange Buschel. Krass. Und dann musstest du immer mit Eul, der hat auch natürlich, der alte Sack, do. Also ich weiß noch, meine Mutter, dann musstest du im Sommer, musstest du den Eucreme mit Sonnenmilch, weil der hat ja nackige Haut. Krass. Ja doch, schon stürft er nicht raus, der hat schon brennt. Ach Gott. Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann hat der ja nicht alles vertragen. Der hat nur Oil of Olas, also früher hieß es noch, ich glaube, heute hieß es nur Olas, früher hieß es Ja, Oil of ich Olas. kenne das, ja. Genau, da musst du meine Mutter immer zu der Frau Klotz in Eiselberg in die Parfümerie fahren. Ja. Das gab es ja so in dem Sinn. Früher gab es ja, wie ich clever war, das Douglas noch nicht so. Das kam Ja. dann erst, wie ich ein bisschen älter geworden bin. So war das zumindest mal populär, sag ich mal, bei uns, du und Ja. Dörfle. Ne? Wir sind ja eigentlich Dörfle. Ja. Oder? Ja, Ja. jo. Ich sowieso. Auf jeden Fall, meine Mutter muss dann immer nur Eisenberg in die Parfümerie fahren, Oil of Olas 50 kaufen, weil der hat nur das für dra, der Pöbel, für 50 Mark damals noch. Oh. 47 hat das, glaube ich, gekostet. 47 Mark. Wie alt ist Eine der Hund Flasche. Woche? Wie alt ist der Hund Woche? Ich glaube, der wurde auch so 50, 60. Also der war immer mit so einem dicken Yorkshire Terrier zusammen von uns. Das war so ein Motzpaket und der war auf Ausstellungen und so. Und der hat nämlich auch so lange Haare und alles. Ach Gott, war das ein. Immer mit einer Haare, weil die mussten dann nur Flockenwickler aufgerollt werden, unten, aber Quatsch. nur unten und so geföhnt. Doch, ja, doch. Die Yorkshire Terrier sind jo glatte Haare und ohne Handy so hoch. Ja, Die stimmt. so. Wie Ja, wenn ich ja, das ja. so mache, die so. Ja. Dann musstest du das dann, ohne wurde das dann eu gewickelt und dann noch mal so geföhnt kurz davor und oben hatten die dann irgendwie so die Haare und da war dann oben noch so, als sieht man es nicht, so Ja. eine war da oben dann immer so Schleifchen, ne, und hier waren die Ohren dann. Ach Gott. Doch, und hier hat die auch so ein bisschen längere Haare, der Bart muss dann einmal geschnitten sein, alles, also so gibt's dann, wie die Rastern, muss Ja, das dann voll aussehen, ja, und dann hatten die dann halt immer da oben meistens so rote Schleife oder sowas drin bei meiner Mutter. Also, die hat wie meistens alt rot oder warst du, du? royalblau. Ja? Wie alt warst du, du? Ich weiß es nämlich, war ganz, ganz klar. Ja, und der Ich Mutter hat die war so mit der Hund. geföhnt dann. Hat der Mutter das so geföhnt? Ja, oder die Lockenwickler neu gedreht. Krass. Ja, und der Toshi, der war halt immer mit dem zusammen und der Candy, der wurde, das war der Dicke, der wurde 23 Jahre alt. Wow. Das ist richtig alt. Und der wäre dann noch, also wir mussten den dann euch liefern, weil, also er hatte zeitlang nichts, also was heißt zeitlang, es hat angefangen, dass er nichts gesehen hat oder nämlich viel, welches so, wurde immer kleiner, Ja. Sichtfeld. Da hat meine Mutter noch gesagt, ja, okay, komm, das geht. Das kann man irgendwie noch bewerkstelligen, ja. Aber dann hat er angefangen, dass er nicht mehr richtig essen konnte und dann ist es Tierquälerei. Also, Ja. Sehe ist nochmal die Endsache, finde ich, weil im Alter hat er Ja. dann auch mehr geschlafen. Ja, wie sie so sind, Ja. sind dann alte Knacker, ist sie Ja. dann so, ja, wie ein Opa dann. Und dann geht es noch, aber nichts mehr esse oder nicht mehr richtig esse kenne. Also, du hörst dann auf. Ja, Also, das stimmt. wie willst du das dann machen? Und der Toshi ist dann eigentlich himmelhoch jauchzend einfach gestorben und ich glaube aus Trauer. Wirklich? Er hat einfach morgens in seinem Capsule gelegen und war tot. Oh Gott. Also wir denken, dass der halt aus Trauer gestorben ist, weil er hat nichts. Du war nichts. Der Anna war halt einfach alt. Mit 23 Jahren musste er dann irgendwann einmal gehen. Ja. Insofern überdimensional Ja, alt. ja. Wobei die Kleine werden ja sowieso älter. Ne? Also Ja. so Kleine ist dann eher mal, weil ich weiß zum Beispiel, ich glaube manche, so diese flache do, große, ich weiß jetzt gar nicht, die werden nur 9 bis 10 oder höchstens 12 Jahre oder so. Ja. Bocke und so ein Kram, glaube ich. Also, Ja. Kram ist ja nicht Beast Management hier. Ne? So die Richtung. Ich bin halt nicht so für große Hunde, das bin ich einfach nicht so der Fan, weil das ist halt für mich, wie wenn so ein Schäferhund sich draufstellt, ist der größer wie ich und für ein anderes ein Schäferhund ein mittelgroßer Hund. Für Ja, mich das stimmt. aber schon groß, weil die können, wenn die sich da draufstellen, bei 1,48 m, der ist dann noch so ein Stück größer. Ja, ajo. Ja, also deswegen für mich, ich kann nur damit. Kann ich nicht so. Ich habe jetzt keine Angst davor, aber es wäre nichts für mich. Ja, jo, klar. Ich mag eher dieses kleine, süße. Ja, ich sage mal so, also so ein Großer braucht ja viel Auslauf. Dann muss ich ja 3, 4 Mal am Tag spazieren gehen und mal Strecke und so. Weißt du? Also das ist ja das zum Beispiel, ich glaube so ein Border Collie, das sind doch auch so super schlaue, gell? Ja. Ja, genau.
Das ist hier sowas, so ein Hund hole ich mir, das kann ich mir holen, wenn ich Rentner bin und jeden Tag 3 Stunden mit dem spielen kann und noch fünfmal Ajo. Gassi gehen kann und Ja. Bock drauf habe, ja. Vielleicht sagen wir mal so blöd, wie es ist, der Partner vielleicht nehme ich da und dann hole ich mir, dann kann ich mir so einen Hund kaufen, weil das ist ja dann meine Beschäftigung. Ja. Was ist Beschäftigung? Du baust dich schon eine ganz andere Beziehung auch auf. Ja, das Da stimmt. macht man das so gern. Aber der Mann oder die Frau oder so hat ja danach Zeit für das Ja, Tier. das Aber stimmt. so. Und sag ich mal, warum ich auch immer kleine Hunde, die brauchen, wie gesagt, nicht so viel Auslauf. Ja, ich mag eher lieber Klee. Aber dann ist es auch so, wenn du dann oben, also ich, wenn du dann, also bei uns war es halt so, wir hatten halt immer einen großen Garten und einen Hof und so. Und dann haben wir die halt auch mal so rausgeschickt, weißt du, weil dann sind die dreimal gerannt. Aber selbst das, wenn wir so ein kleines Yorkshire, also nee, oder so ein, was wir hatten, die Prager Rattler, wenn die dreimal bei uns im Wohnzimmer über die Couch gerannt sind, waren die, mussten die erst mal eine halbe Stunde schlafen, so gefühlt, weißt du, waren die halt Ja. nie. Ajo. Und deswegen mit so einem, egal, wie heißt Schäferhund oder so, aufwärts, Ah, du kannst du hinne nicht. lauf der Aladdin, die nicht sehne. Baby. Komm mal her. Komm mal her. Aber du wärst lache, der Harrison Kommt macht der, es da, kommt, der warte. verzählt da. Komm mal her. Willst du mal Hallo sagen? Ja? Okay, warte. Komm. Der Sollen ist wir so dich mal süß. zeigen? Aladdin. Oh. Oh, der Aladdin. Och Gottsche. Mein Baby, gell? Wollen wir mal ein bisschen Ja. tiefer? Hä, Baby Aladdin? Was ist los mit dir? Seht ihr die Augen, die leuchten einmal so bei dem? Und Ja, der das Aladdin, stimmt. der guckt immer ein Aber bisschen komisch. Wesche, ich finde, er ist ach männlich geworden, ne? Männlich, gell? Ja, ich weiß. Voll, aber der Harrison ach, ne? Wenn ich so alte Bilder sehe, das sah dann noch so süß, so jung aus. Jetzt sah er so männlich geworden. Ja, aber beim Aladdin ist das, der guckt immer so männlich böse, wenn ich nerv, gell, Baby? Ich weiß noch, Weil das wenn Ende. er was will, das ist so süß, wenn er nämlich was will, dann macht er immer sein Babygesicht, gell? Was ist sein Babygesicht? Ja, du guckst so. Ganz süß, gell? Du bist dann das männliche Böse weg. Weißt du noch das Bild, wo ich den so halte und der so. Ja, komm, Baby, geh wieder. Warte, Baby, Aladdin. Und Der ja. ist so süß. Yes, der Ja, Aladdin. der Harrison, der liegt da. Aber der verzählt jetzt auch, ne? Der macht dann Arme so. Ja. Aber gut, die Corgis erzählen ja sowieso. Ja, Aber man was beim nennt es Aladdin, ja. Corgi-Jodeln, nennt man das. Ah, Corgi jodeln, ja. Ja. Der macht immer so, ja, der brummt Ja, so. voll süß. Ja. Der grunzt da, gell? Ja, manchmal. Ja. Also zum Beispiel mein Bruder, der hat einen Dackel, der ist ja auch gestorben, jetzt schon. Aber der Dackel, der hat einmal gegrunzt, so. Wie so ein Ehrlich? kleines Schweinchen, ja, keine Ahnung, wenn du mit dem geknuschelt hast und so. Immer, wie so ein Schwein, weil er sich so gefreht hat und so, weißt du, so. Und dann hat er einmal seine Stimme gemacht, weißt Aber du, so. der war ja Ja. wirklich, der war ja total Bezug auf deinen Bruder, gell? Ja. Aber trotzdem nett. Also Jenny, wenn du meinen Hund kennengelernt hättest, sowas, das hat mein Vater gesagt, sowas, das gibt's nicht. Das hat er gesagt, sowas wie das, weißt du, wenn du Pech hast, nie wieder erlebe. Ja. Hat er damals schon zu mir gesagt, weil er hat zu mir gesagt, das ist abnormal. Ich sah das so, wie es ist. Ich bin egal wo. Der Hund war immer aktiv. Wenn ich mich bewegt habe, hat er schon geguckt. Der hat nur geschlafen, glaube ich, wenn ich in der Schule war. Ansonsten war der immer nur im Nuck-Modus und genau, ah, da ist einer. Ich sag's dir. Der hat so auf mich aufgepasst, wie du danach vorhin gesagt hast, mit der Beziehung. Der musste mal so Hunde-Antidepressiva nehmen, weil der so eifersüchtig war auf meinen Freund, weil der da dann zwischen, da was der für Show abgezogen hat. Also wirklich, der Hund, egal, wenn ich Bade gegangen bin, zack, der hat vor der Badwand gelegt. Wenn ich dann wische mal so ein bisschen tiefer gegangen bin, ist er aufgestiegen, auf die Badwand drauf, geguckt, ob ich noch da bin, alles klar, wieder abgelehnt. Ich schwör's dir. So richtige Kontrollfreak. Gibt's ja gar Ganz nicht. krank. Und das hat deswegen, ich bin aufs Klo gegangen, der hat zwischen meine Fies gehockt. Manchmal musste ich ihn auf den Schoß nehmen, weil ich also nicht mal in Ruhe aufs Klo gehen konnte. Der war mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Krass. Also deswegen, mein Ja, Vater und hat wohl bei gesagt, deinem das Freund ist er wäre ich auch nicht so kriege. Also dann so.
Nimi. Ist er dann dazwischen oder was? Zwischen dich und deinem Freund? Auch, ja. Also, selbst wenn du mich zum Beispiel wische, manchmal will man doch jemanden ohrfassen, aber dann dreht er sich vielleicht in dem Moment um und es klatscht dann so Ja. aus Versehen. Ach Gott, wische, was da los war. Abgegangen. Direkt losgerannt, weil er gesehen hat, die hat eine Ohr gefasst. Wisch es so. Ja, also bei dem, der ist nicht so, der ist nur hingerannt und hat nur kurz gebellt, so ist dazwischen gegangen, der hat jetzt nicht gebissen. Aber ich sah das so, wie es ist, wenn es hat, also bei meiner Mutter hat das so gemacht. Und ich sah, also wenn denn jetzt ein Falsche in den Griff gekriegt hätte, ja, denn das ist so einer, dann hätte ich ganz locker, so hat mein Vater hat das früher so gesagt, scharf machen können. Ja. Der wäre wie bei Stuhl gewesen. Ja. Der wäre für mich, wenn ich den Bes gemacht hätte, du kannst ja, ich sage immer, die Hund, wo die Leute sagen, das sind Bes, die sind nicht von Natur Bes. Kommt keiner Bes Ja. auf die Welt, kommst, alle kommen neutral auf die Welt. Ja, das stimmt. Aber du machst den Hund dann so, ja. Das Ding ist, mein Vater hat gesagt, den hätte ich keiner als Waffe äußert, der hätte ich zerfleischt. Wenn meine Mutter, die hat den ja gar nicht abgekriegt, der hat sich so fest gebissen. Die hat dann gesagt, sah doch was, Wische, weil der hat nicht losgelassen. Die hat so einen Finger gehabt. Oh Gott. Die hat müsse Tetanus spritzen, alles nein machen lassen. Ja? Und ich schwör dir, wenn, jetzt stell dir mal vor, das war nur ein Rehpinscher, der war so groß wie Katze, so 6, 7 Kilo. Jetzt überleg dir, also wenn ich ja noch wieder Aladdin, jetzt überleg dir mal, ich hätte jetzt einen Dobermann gehabt, der hätte ich zerfleischt. Ja, das geht gar nicht. Also deswegen, man muss so schon bedacht sein. Und ich habe das halt so gemacht wie du. Der kam halt damals, der Hund. Und der kam, wie ich, glaube ich, 6 Wochen Sommerferien hat. Ich schwöre dir. Ich habe den geboppelt, ich habe den genommen, ich habe mit dem Fernseher geguckt, ich bin mit dem Larve gegangen. Ich habe den die ganze da nur gepampert und gemacht und geküsst und gedacht. Und deswegen ist der, ich habe das so gemacht wie bei dir. Ja. Meine Mutter hat auch gesagt, oder mein Vater hat gesagt, jo, dann hat sie an sich gewöhnt, mich, weil dann, das, wir hatten ja dann auch noch 3 insgesamt, also wir hatten ja insgesamt 3. Nee, die Moscherina, die Fiena. Genau, und die Biberna, die hatte mal, nee, die Moscherina, das, genau, das waren die ersten 3. Die hatte mal zusammen und also, ja, also hat dann irgendwann so gefühlt, jeder seinen eigenen Hund, ne, aber die, das Morle, das hat auch gar kein anderer akzeptiert. Nicht so wie mich. Wahnsinn. Der hat sich einmal streicheln lassen und so, ne? Der wäre jetzt auch niemals böse, wenn du den jetzt hochgehoben hättest oder so, gar nichts. Aber sobald es um mich geht, wie ein Pistolegewehr. Ja, also Deswegen, der der hat mich Harrison, abgöttisch geliebt. am Anfang, wenn der Mann ist uns umarmt haben oder geküsst haben, ne, dann ist er schon so dazwischen, ne? Das wollte er schon nicht. Und jetzt hat, das will er auch nicht. Also er kommt trotzdem dazwischen, aber hat schon ein bisschen schon beruhigt, aber am Anfang war es ganz schlimm. Du bist ja richtig dazwischen. Ja. Ja, Smolle, also der ist dann einmal, oder die ist dann immer dazwischen. Oder dann, wenn man sie zum Beispiel mal in ein anderes Zimmer, weil wir hatten es dann mal so probiert, in ein anderes Zimmer zu tun, hat sie geheilt, habe sie wieder reingeholt. Das ging gar nicht. Also, nee, also die hat dann auch, die hat auch immer bei mir geschlafen, weil die hat gar keine Ruhe gehabt. Das hätte ich schon gar nicht mehr rausgekriegt aus der, weil ich das halt in den 6 Wochen so intensiv do Ja. betreut habe, das klä dir, sag ich mal so, die, ja, also wie gesagt, die wäre für mich über Leiche gegangen. Unfassbar. Also wie gesagt, ich glaube so, nur schade, was ich halt so schade finde, jetzt, wo ich älter bin, wo ich es ja vielleicht auch mehr verstehe, als jetzt, wenn ich so zurückdenke. Ja. Natürlich war das mein Hund, aber jetzt zum Beispiel die Beziehung zum Aladdin ist eine ganz andere, weil es ist meins, keiner kann mir das wegwischen, weil das war ja meiner Mutter, irgendwo war es ja doch meine Eltern jetzt. Ja. Die hätten mich denn ja nicht mitnehmen gelassen oder wie ich konnte nicht entscheiden, ich will den jetzt, das durfte ich Ja. gar nicht. Und jetzt mit dem Aladdin zum Beispiel ist das Verhältnis halt irgendwie, es ist nicht das Gleiche. Also das mit dem Hund, das ist eine ganz andere Beziehung. Aber beim Aladdin ist es jetzt nochmal so, als wäre es wirklich mein Baby. Ja. Es ist irgendwie anders und vielleicht ja, nee, stärker würde ich gar nicht sagen, weil das einfach, du kannst nicht vergleichen. Ja. Ich kann es nicht vergleichen, weil der ganz anders die Zuneigung mir gibt, wie jetzt das Morle zum Beispiel. Das war ja immer. Also, wenn ich so geheilt habe, zack, dann hat es mich geküsst, dann hat es so rumgerannt, Schwänzchen gewackelt, Wäsche und. Nee, also, das kann man gar nicht vergleichen. Also, der hat immer bei mir geschlafen. Immer. Im Bett. Ja, klar.
Was meinst du, was der abgezogen hat? Mein Gott, der ist Er dann an der Fies oder hat er auch warm Kopf geschlafen? an der Fies. Ja, meistens schlufen die auch an der Fies. Ja, nee, der Harrison schluft nicht im Bett. Der hat sein Bett neben meinem Bett. So schluft er. Also ja, obens, bevor wir ins Bett gehen. Also wenn wir ins Bett gehen, dann kommt er erstmal mit ins Bett. Na, also dann, der Dommer geht nochmal mit ihm raus, dann hockt er ins Bett. Und dann schluft er so, also ich schluf da, also er geht dann beim Dommer auf die Seite, legt sich bei dem auf die Kopfkissen drauf. Und dann guckt er mich so, also wirklich so Nase an Nase, guckt er mich dann so an. Und dann schlafen wir so kurz, bis der Dommer halt kommt aus dem Bad, weil Dommer macht schon fertig. Und dann geht er meistens noch mal an meinen Kopf runter. Und dann streichelt der Dommer ihn noch mal und dann geht er runter. Also der will aber nicht im Bett schlafen, ist dem zu warm. Ja, ich glaube, der Aladdin, also das Ding ist, früher hat er immer im Bett gelebt mit mir. Jetzt halt Angelo, du, das ist halt auch so was. Ich glaube, das ist bei Katze auch ein Problem. Ja. Ja, also der, nicht, dass er den Angelo nicht annimmt, aber. Also erstens muss mich verletzt, weil der Kater jetzt in meinem Bett liegt, weil ich will den eigentlich bei mir haben, aber er schläft jetzt neben meinem Kopf. Ist seine graue Katze hüllt. So geht er immer Ja. nein nachts schlafen, ja. Aber eigentlich hätte ich ihn halt gern bei mir, aber gut. Ja, aber wenn der bei dir im Bett schluft, schluft der dann over bei dir am Kopf oder an der Fies? Eher ohne. Ja. War irgendwie. Der will raus, gell? Ja, der will wieder seinen Puma machen. Nee, der Harrison, der schläft. Der denkt jetzt wahrscheinlich, wann gehen wir ins Bett? Ja. Ja, was ist, glaube ich, auch schon spät, ja? Wir haben schon wieder 1,5 Stunden gequatscht über unsere Babys. Ja, du gabst ja, du könntest mal wahrscheinlich noch 10 Stunden Ja, weiterschwalle. das stimmt. Ja, aber ich würde sagen, wir beenden das mal an der Stelle. Schön Yes. war es auf jeden Fall. Und ja, nächste Woche gibt es ein neues Thema. Seid gespannt.